Die Herbstsaison hat offiziell begonnen, wenn ich hier auf meine Liste schaue. Modern Warfare 2, God of War, Resident Evil 4 Remake, Pokémon Karmesin, alles angespielt. Jetzt hier in Game Talk. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen hier zum Game Talk, Ladies and Gentlemen. Hier im Studio vor allem Gentlemen. An meiner Linken, der gute Bertie. Hallo, Bertie. Hallo, Elias. Schön, dass du da bist. Hallo, Wirt. Hallo, freut mich wieder hier zu sein. Und der gute Gregor ist auch am Start. Hallo, lieber Gregor. Hallo, hallo. I put the gentle in gentleman. Alles klar. Aber das ist nicht nur der Morgen, es ist noch die Buchmesse, ey, die mir in der Stimme hängt. Du warst auf der Buchmesse? Ne? Ja, auf der Frankfurter Buchmesse. Gibt ja noch einige andere. Können wir gerne nachher, falls Zeit ist, nochmal drüber reden. Aber ich will natürlich nicht den vielen Spielen und die Sachen, die wir heute mitgebracht haben, die Platz wegnehmen, weil holy shit, ist das viel. Heute ist Full House. Auch wieder hier im Studio. Wir waren letzte Woche schon zu viert. Diese Woche machen wir es uns wieder gemütlich. Aber die Themenliste gibt es tatsächlich auch her. Bevor wir aber jetzt hier reingehen, wir haben auch Silent Hill, das müssen wir auch noch besprechen. Relativ großes Thema. Gregor, du hast dir Resident Evil 4 angeguckt. Mhm. Wie, du warst in London, hast dir Pokémon mal angeguckt, einfach für ein paar Stunden? Einfach mal so, ja. Du hast dir Amsterdam angeguckt und dabei noch Modern Warfare irgendwie gespielt irgendwo. Ja. Ja. Wo bist du hingereist, Elias? Ich war hier schön in Hamburg, hab gelocht. Hier schön vor Premiere habe ich die nochmal gemacht. Hat die Wiki-Wiki-Nummer, ne? Die hast du gemacht. Wiki-Wiki-Wack. Den Illy-Drop. So, bevor wir aber auf die Spieleliste zu sprechen kommen, hier. Wir sind dabei. Ruhe im Karton. Ja. Wir müssen über ein ernstes Thema sprechen, und zwar über Bayonetta. Oh. Da haben wir, ja, da muss Gregor schon lachen. Na, ich muss lachen von wegen ernstes Thema. Ja, du hast absolut recht, aber Bayonetta ist das Ding fucking Hexenzeit und die gebackenen Geckos. Ja, ich würde auch lieber über das eigentliche Spiel sprechen, aber wir müssen über das Drama sprechen, das dieses Spiel überschattet hat. Wann kommt das eigentlich? Ich Im Oktober. Das soll, nächste Woche, glaube ich, oder? Das soll... Vielleicht. Nee, diese Woche ist ja schon November. Ich guck mal kurz nach. Man sieht es irgendwie, also diese ganze Diskussion hat den kompletten Release überschattet für mich, muss ich sagen. Ich habe zwar im Kopf gehabt, das kommt irgendwie bald, aber überhaupt nicht mehr im Blickfeld. Gute PR. Ja. Das kommt am Freitag raus, diesen Freitag. Am 28. Oktober. Mhm. Was ist passiert? Wir haben letzte Woche über eine News gesprochen, die über das Wochenende reinkam. Und zwar ging es um Helena Taylor. Sie ist die Synchronsprecherin von Bayonetta gewesen, zumindest für den ersten und zweiten Teil. Für den dritten Teil wurde sie aber ersetzt von Jennifer Hale. Sie ist bekannt unter anderem für diverse Rollen, wie beispielsweise, ich glaube, ihre mitgrößte Rolle war FemShep in Mass Effect 3. Mhm. Damit ist sie zumindest auf meinem Radar gekommen. Danach hat sie etliche andere Rollen übernommen in Animes, in Spielen und so weiter und so fort. Das fanden Fans und generell so die Gaming-Welt ein bisschen kurios, aber hat man hingenommen. Dann kam eine Meldung von Helena Taylor, die ganz groß zum Boykott aufgerufen hat, weil sie der Meinung war, dass sie unter ihres Wertes bezahlt wurde. Sie hat von $4,000 gesprochen, das quasi so als Buyout verkauft, also 4.000 Euro für alle Sessions. Es hieß, drei Sessions sollten gesprochen werden. Jetzt hat sich im Nachgang herausgestellt, das war lustigerweise direkt zum Release des letzten Game Talks. Direkt an dem Tag wurde dann quasi nochmal ein extra Bericht gedroppt von Bloomberg, die nochmal auf Basis von zwei anonymen Quellen Dokumente prüfen konnten, in denen hervorging, dass die Daten, die Helena Taylor genannt hat, so nicht gestimmt haben. Und zwar in Form folgendes, und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ich habe hier gleich die Liste, ich werde sie mir noch mal rausholen, wenn ich der Meinung bin, dass ich hier schön untergehe. Aber ich glaube, kein Glaube, dass es nicht $4,000 für alle Sessions waren, sondern pro Session. Die Rede war von 4 bis 5 Sessions, das bedeutet, dass der Wert insgesamt oder der Betrag, den sie dafür bekommen hätte, deutlich höher war, als sie vorher angegeben hatte. Auf Nachfrage hieß es, dass diese Summen nicht stimmen von Helena Taylor. Jetzt hat sie, lustigerweise gestern zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, auf Twitter diesen Bericht jetzt doch im Nachgang bestätigt. Mhm. Stellt sich heraus, das ist alles eine große, wenn man es böse formulieren will, Shitshow. Super, super unangenehme Geschichte insgesamt. Ich finde das persönlich super frustrierend, weil das den Fokus aus der eigentlichen Geschichte nimmt, und zwar, dass Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher
es gibt ja immer noch dieses Problem, dass sie chronisch und fast unterbezahlt sind, dass dass diese Industrie gerade im Anime, im Gaming-Bereich Leute halt mit unfassbar niedrigen Margen arbeiten müssen, dass sie nicht an den Marken und an den Erfolg ihrer Rollen beteiligt werden und so halt immer ins Hintertreffen kommen. Das wollte ich noch mal kurz mit in die Runde nehmen und dieses Update hier mitliefern, weil, wie gesagt, es ist eine super tragische und krasse Geschichte, wie ich persönlich finde, weil das uns auch noch mal, glaube ich, so eine gewisse Sensibilität mitgeben sollte, dass man lieber einen Gang zurückschalten sollte, einen Schritt nach hinten gehen sollte und schauen sollte, bis alle Informationssituationen geklärt sind. Es ist ziemlich schwierig. Also wir haben es ja schon auch ausklabüßt mit den limitierten Informationen, die wir hatten. Es ist dieses berühmte, muss man sagen, Lying by Omission, also indem man nicht alle Fakten nennt oder so die gewissen Daten weitergibt, damit es dann entsprechend die eigene Agenda oder so befördert. Ich glaube, diese 4.000 kamen auch nochmal durch ein anderes Angebot zustande, was sie dann im Nachhinein bekommen hat, wo die Rolle schon längst weitergegangen ist, aber für ein wesentlich kleineres Pensum, für ein kleines Cameo oder so, ne? Was ja auch wie so ein kleiner Olivenzweig oder sowas. Goodwill war das. Goodwill, ja. Man muss auch sagen, hier von wegen, also das was ich euch als Positives herausnehmen kann, ist tatsächlich, dass da mal ein Licht drauf geschieden wird, was da die Verdienstverhältnisse sind und wie Arbeit wertgeschätzt wird. Sogar bei so einer Branche, da ging es ja auch um Gewerkschaftstarife oder so. Ne? Und du musst sagen, in Amerika, Gewerkschaften sind immer noch sehr, sehr, sehr unterverbreitet. Also, dass viele Leute da überhaupt gar keine Möglichkeit haben, anders so Gehälter zu verhandeln und keinen Support dabei bekommen und Richtlinien haben und immer die Power beim Unternehmen liegt. Auch dieses ganz abstruse Fire at Will oder so, ne? Wo man als Arbeitgeber in vielen Angestelltenverhältnissen dann Leute einfach, ja, in zwei Wochen ciao, ja, alles gut und du kannst es zwar auch als Arbeitnehmer dann machen, aber so hat man diese Verhältnisse, die da sind und das packt so einen Stock in die Speichen eben für legitime Argumente, die noch dazu gekommen sind und ja, letzten Endes ist die Stimme ja so enorm aufgeheizt gewesen, wir haben es vorhin kurz angedeutet, das Spiel selbst ist dahinter untergegangen, natürlich, aber es wirft auch kein gutes Licht eben auf Helena Taylor dann eben zurück, die, wo sich wahrscheinlich Leute, die ihr dann noch Jobs gegeben hätten, die sie ja sowieso relativ limitiert in den letzten 10 Jahren oder so gemacht, das war ja nicht ihr Hauptjob. Ne? Weil wenn wir auf IMDb geguckt hätten, hatte ja, also die wird ja wohl nicht von 1, 2 Jobs in den letzten 8 Jahren dann wirklich dann ihren Lebensunterhalt bestritten haben oder davon ausgehen, dass sie von der 6-Tage-Session genug Gehalt für ein Jahr verdient. Aber ja, ne, also für letzten Endes ist es sehr schade, dass es gerade in die Richtung gegangen ist, aber dann auch so in ein Wespennest gestochen hat, das überall aus dem Internet in allen Richtungen das ergossen ist und vor allem auch mir tut es um Jennifer Hale leid, die natürlich da mitten im Kreuzfeuer gefangen ist und typisch wie bei solchen Sachen, solche Leute kriegen dann immer noch mal aus bestimmten Stellen dann Kontra und werden über Social Media dann ja zusammengeschimpft. Ist nicht geil. Insgesamt einfach eine super unangenehme Geschichte. Du hast es gerade beschrieben, Gregor, das ist mir persönlich tut's halt leid, weil wie gesagt, es ist halt einfach so ein starkes, wichtiges Thema und dann kommt halt jemand, der das ein Stück weit auch für sich selbst instrumentalisiert, die Daten halt nicht so hundertprozentig wiedergibt. Kann sie, ja, das Schlimme ist, dass ich ihre Position halt nach wie vor ein Stück weit nachvollziehen kann. Und sympathisieren tue ich immer noch mit ihr in gewissem Maße. Sie liegt ja nicht zu 100% falsch, aber die Art, wie sie es gemacht hat, untergräbt ihre Message oder ihre legitimen Probleme. Ja. Und sie hat ein NDA gebrochen. Also es wird sehr schwierig sein für sie in Zukunft dann irgendwie neue Jobs zu bekommen, weil sie jetzt diesen Ruf hat und viele dann meinen, hey, das ist die NDA-Brecherin, das ist die, die jetzt diesen Shitstorm verursacht hat, der nicht sein müsste. Ich würde da aber sagen, vielleicht, wenn sie wertvoll genug wäre als Sprecherin, sind NDAs nicht das Papier wert, was sie unterschrieben werden. Das ist aber dann jetzt ein Grund, den entsprechend Arbeitgeber da sagen können, hey, die ist unzuverlässig, bricht NDAs, kommt doch mal mit dazu. Wenn sie der größte Superstar auf der Welt wäre, dann wäre das NDA egal. Ja, das stimmt. Ja, vor allem hat sie einfach der Industrie auch wieder so einen großen Schaden zugefügt. So, weil die Debatte eigentlich, worum es ging, war enorm wichtig, dass die Bezahlung einfach nicht richtig ist und dann hat sie eigentlich diesen Goodwill dabei gehabt und jetzt ist das, wie du gesagt hast, eher zu so einer absoluten Shitshow geworden, wo es wieder gar nicht mehr um die Debatte geht, sondern einfach nur um die Person und um die Geschichte dahinter. Ja,
Naja, ich hoffe, dass wenn wir das nächste Mal über Bayonetta sprechen, dass das das Spiel sein wird. Ja, hoffentlich. Hier in der Sendung, was die Geschichte angeht, ich glaube zumindest, dass alles so weit geklärt ist, dass jeder jetzt konkret weiß, wie die Verhältnisse gelaufen sind, wünscht ihr natürlich trotzdem alles Gute auch. Ich habe mir ihre Videos nochmal angeguckt, sie deutlich halt blicken lassen, hat das, sie die ganze Nummer deutlich angefasst hat. Mhm. Also sie hat da auch sehr, sehr emotional. Also gerade im letzten ihrer vier Videos, auch mit Bibelzitaten und so. Ja, das war auch so. America. Das war ein bisschen... Könnt ihr mir dann sagen, wie diese, die hat sowas von wegen ein Franchise, das 450 Millionen Dollar wert ist, gesagt. Bei allem, also wir haben gesagt, gewisse Millionenverkäufe gibt's da mittlerweile, aber Bayonetta war immer eine Serie, die chronisch unterperformt hat. Ich kann dir sagen, woher die Zahl kommt. Wo kommt sie her? Das ist leider eine sehr schlechte Quelle, die sie genutzt hat und auch sehr schlecht eins und eins zusammengezählt. Oh Gott, ist das VG-Charts? Die hat die Verkaufszahlen mal 60 genommen. Jedes einzelne Spiel. Weil 60 Euro der Verkaufspreis ist. Und jede Neuveröffentlichung hat sie dann auch nochmal 60 Euro dazu gezählt. Also da sind keine Rabatte mit dazu, natürlich auch keine Abgaben, die Sega damals auch an Konsolenhersteller abgegeben hat. Auch generell Entwicklungskosten und so weiter sind nicht mit da drin. Das ist einfach eine absolute Milchmädchenrechnung insgesamt. Es ist trotzdem, hat die Marke Millionen eingebracht und sie ist letztlich erfolgreich. Ja. Natürlich nicht so erfolgreich wie ein Zelda, Mario, oder hast du nicht gesehen. Trotzdem hat es jetzt nicht ihren Argumenten geholfen. Es ist dieser Kontrast, der dadurch entsteht. Wenn deine Kurzmessage dann sagt, hey, Franchise ist 450 Millionen Dollar wert und ich kriege 4000 Penunzen für eine Hauptrolle, die ich seit so und so vielen Jahren spreche. Ja. Und da füttert das Argument, was sie machen möchte, was letzten Endes, wenn du die einzelnen Daten anguckst, irgendwie schon zusammengedacht werden kann. Aber ja, Lying by Omission eben, das ist leider so. Und Jennifer Hale ist die bekanntere Synchronsprecherin. Also ist es doch noch kurioser, dass dann Platinum Games angeblich dann weniger gezahlt hätte, oder? Also, das kann ich sagen. Ich denke mal nicht, dass es unbedingt jetzt hier groß weniger gewesen ist, aber ja. Jennifer Hale macht ja auch dann, wie du es ja gesagt, nicht nur Femship, sondern die ist sehr, sehr weit verbreitet in vielen verschiedenen Sachen da aus. Die wird sich dann auch gedacht haben, ist das Geld, was ich dafür bekomme, ist das adäquat, ist das gängig mit dem, kann ich meinen Lebensunterhalt damit bestreiten? Und sie ist eben eine Synchronsprecherin, die eben auch richtig aktiv ist, ne? Die hat das noch ein bisschen besser im Blick für sich als jetzt Jennifer Hale, die das nur sporadisch gemacht hat in den letzten 10 Jahren. Helena. Entschuldigung, was habe ich gesagt? Jennifer Hale, die sporadisch. Entschuldigung, Helena Taylor. Ja. Damit möchte ich das Thema ganz gerne abschließen. Wir haben hier echt richtig viel Shit auf der Uhr. Chris Pratt spricht jetzt Bayonetta. Come on, please no. Bayonetta. Hey, er verstellt die Stimme nicht. So bleiben wir zumindest. Ja, religiös ist er genauso wie Helena Taylor. Also, bleiben wir zumindest oberflächlich, so im selben Thementeich. Modern Warfare 2 habt ihr jetzt beide angespielt. Mit beide meine ich Wirt und Berti. Durchgespielt auch schon. Ich sehe hier gerade, dass es für die PlayStation, für Xbox und für die PC für den PC erschienen ist. Wirt, du hast es durchgespielt. Auf welcher Plattform hast du es durchgespielt? Und du? Ich zock's gerade auf PlayStation 5. Auf PlayStation 5, dann fang du gerne mal an. Du warst ja auch auf dem Event und konntest da erste Eindrücke sammeln. Ja. Berti, bist du überhaupt jemand, der Call of Duty affin ist? Oder war das einfach nur interessant für dich? Ich sag mal einfach so, dass ich allein in Warzone habe ich, glaube ich, während der Corona-Zeit 1500 Spielstunden gehabt. Okay, alles klar. Also, das ist die Zeit, über die wir reden, kriegen wir es schon einfach nur im Kopf schon. Es war halt unser Corona-Spiel. Ich habe 4000 Stunden Yakuza, was soll ich sagen? Ne? Oh Gott, okay, das ist wirklich krass. So, Modern Warfare 2, was sind so deine Eindrücke? Genau, also ich war auf einem Event in Amsterdam. Mein erstes großes Presse-Event außerhalb von Deutschland. Als Gaming-Journalist. Amsterdam, die floriert. Und zwar haben wir erstmal so ein Tech-Panel bekommen, was ich finde ich auch sehr interessant war, weil das Spiel, also sie haben sehr über hier so dieses Fotogrammetrie-Verfahren gesprochen. Das heißt, wie du Assets im echten Leben scannst und dann ein Videospiel einbaust. Und es ist ja auf Twitter schon getrendet. Das Amsterdam-Level, das ist krass. Also es sieht wirklich einfach 1:1 aus. Das hab selbst ich mitbekommen und ich interessiere mich null für Modern Warfare. Also wirklich auch, was man hier gerade sieht, ich finde, das ist schon wirklich beeindruckend, rein grafisch. Und dann durften wir das halt, also es war wirklich Fokus auf Singleplayer. Ich habe dann selber 3 Stunden die Singleplayer-Kampagne gespielt. Und ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht. Auch weil sie die ganze Zeit gesagt haben, so ey, wir wollten das Motiv aufgreifen
Krieg ist nicht schwarz und weiß, sondern grau. Und ich finde, klar, es ist immer noch, ne, nicht überbewerten so. Das ist immer noch, wir spielen schon die guten Amerikaner, die die Welt retten. Die Brits. Hier sind die Briten. Die Briten. Aber es ist schon so, dass dann so Anleihen von Zero Dark Thirty und Sicario kommen. Ja. So von den, von den Filmen. Und darauf habe ich die dann auch im Interview angesprochen. Und sie haben direkt gesagt, so, ja, hast du sehr gut erkannt, dass das unsere Vorbilder waren. Denn es sind dann so Sachen wie, dass du eine Geiselnahme hast, also jemanden wichtigen rausziehst, um halt irgendwie Informationen darüber zu beschaffen, wo die ballistischen Raketen sind, die die USA und alles mögliche, die ganze Welt bedrohen könnten. Und dann sind da halt auch so Zero Dark Thirty mäßig so, ey, wir haben jetzt irgendwie 2 Stunden, um den auszupressen und sonst müssen wir ihn freilaufen lassen, weil wir haben, das, was wir gerade machen, ist de facto illegal. Mhm. Und das zieht sich so, Stand jetzt, so die ersten 3-4 Stunden durch die gesamte Story. Jetzt bin ich gespannt, wie es so weitergeht wird, weil du hast ja schon durch. Ich hab's durchgespielt, also du brauchst dann noch 2 Stunden, dann bist du ungefähr durch. Also es ist meiner Meinung nach, glaube ich, eine der längsten Call of Duty Kampagnen und mit 5 Stunden? Mit 5 Stunden, weil Call of Duty dafür bekannt ist, dass die Singleplayer-Kampagne 80 Euro! Ja, aber dafür hast du Musik für Multiplayer. Da kommt en masse dazu. Ja, ich weiß. Und ich kann hier Berti bisher nur zustimmen. Das ist bisher vom Gefühl her, fand ich auch schon Modern Warfare 1, das wäre schon so die neue Version der Erzählung, wie man jetzt Call of Duty erzählt. Weil alles, was wir vorher hatten mit Modern Warfare 1 bis 3, diese alten Dinger, das war ja Michael Bay-Action. Ja, alles muss explodieren, alles muss schnell sein. Coole, flotte Sprüche und so weiter. Und mittlerweile ist alles ein bisschen geerdeter. Langsamer, versucht dann noch mal Fokus auf die Charaktere zu legen. Du bist nicht mehr so ein namenloser oder ein gesichtsloser Soldat, sondern du bist jetzt einer der Hauptcharaktere. Das ist ein ganzes Ensemble von internationalen Leuten. Was sie auch schon im ersten Teil gut gemacht haben, aber was ich jetzt im zweiten Teil besonders toll finde, ist tatsächlich, die Levels sind alle abwechslungsreich. Also du hast viele verschiedene Missionen, die sind zwar nicht besonders lang, die gehen ungefähr eine halbe bis ganze Stunde, aber du hast immer was anderes zu tun. Es gibt Neuinterpretationen von Levels, zum Beispiel, jeder kennt noch aus Modern Warfare das Level in Pripyat, wo du dann diese Sniper-Mission hattest. Die haben sie hier nochmal neu interpretiert, nochmal verbessert und das Tolle finde ich halt, da gibt es so Features wie zum Beispiel, du bist mit Captain Price unterwegs und dann siehst du halt aus der Entfernung, okay, da ist ein Gegner und Scharfschützengewehr, da denkst du einfach so, ja, Fadenkreuz, Punkt, ungefähr hier, da, Kopf, aber nein, du bist ja auch 300, 500 Meter weiter entfernt, dann sagst du so, du musst dein Gewehr ein bisschen höher anhalten, dann sagst du, zweiten Notch, ne? Ja, dann hältst du ein bisschen höher und dann schießt du ab. Bomb, weg. Und dann macht er aus verschiedenen Perspektiven. Sagt er so, nee, hier muss ein bisschen anders, hier muss ein bisschen anders, hier muss ein bisschen, versuch's mal weiter oben und so weiter. Und das ist halt. Und das ist so gut. Sehr gut gemacht. Und gestern dieses Level gespielt und dann sagt Captain Price auch so, okay, da sind jetzt 3 Leute zusammen. Ganz cool, warum ist es so gut? Weil die Dialoge so gut geschrieben sind? Nee, weil dieses Feature, das dann erzählt wird, erklärt wird, wie dieses Scharfschützengewehr funktioniert, einfach drin ist. Weil normalerweise war das eigentlich so, ja, Bullet Drop muss ja damit einberechnen und so weiter, damit dann die Kugel so runterkommt. Aber Captain Price sagt dir dann einfach vom Scharfschützengewehr, es gibt ja mehrere Striche. Ja. Da sagt er dann, welchen Strich du benutzen musst. Und dann ich hab dich unterbrochen, sorry. Nee, alles gut. So, dann sagt er halt so immer so 2½ notches. Ja, da musst du drauf achten. Und dann auch sowas wie das, was ich auch wirklich sehr positiv finde, stand jetzt an der Kampagne, ist, dass du so Open-Schlauch-mäßige Abschnitte hast. Also es ist nicht so linear, okay, ballern, immer geradeaus. Sondern du hast dann teils größere Areale, wo du dann auch aussuchen kannst, sowas wie, ey, du musst 2 Lagerhäuser clearen. So, du musst da reinstürmen und du kannst ja noch aussuchen, wie du es machst. Du hast so C4-Breach-Dinger, die du entweder in die Tür packst, dann zack, volles Karacho rein. Oder, was ich dann gemacht habe, ich bin aufs Dach geklettert, hab die Vents aufgemacht, hab dann Tränengas reingeschmissen und dann von oben die Leute. Ja, und dieses Demo-Level ist, glaube ich, eines der besten Levels, die ich seit Ewigkeiten gespielt habe. Weil es wirklich, erstens, es sieht fantastisch aus und zweitens, es spielt sehr gut mit der Physik des Schiffes. Es geht die ganze Zeit hin und her, die Container bewegen sich, deine Deckung ist das irgendwann keine Deckung mehr. Ja. Und plötzlich kommen dann Gegner, die dann plötzlich vor dir stehen, die dann sich auch erschrecken und du dich dann auch. Und es ist schon echt gut inszeniert. Und was mir auch noch positiv aufgefallen ist, die KI der Gegner ist mittlerweile ziemlich gut. Also ich spiele es auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad und ich hab die schon so oft erwischt, wie die mich dann irgendwie umzingelt bzw. geflankt haben, wo ich dann aber wiederum sagen muss, wie dumm meine Kameraden sind, weil meine Kameraden ignorieren sie zum Teil und schießen nicht auf die, wo ich einfach denke, okay, da sind noch einige Fehler drin. Es gibt noch ganz schlimme Fehler, so gegen Ende, wo man ein Notebook benutzt und die Tasteneingaben nicht funktionieren. Also da wird einfach gesagt, okay, du musst diese Taste drücken, okay, ich drück die und dann so, ja, du musst diese Stelle raussuchen, du musst diese Stelle drücken. Ich so, ich mach das doch!
doch, warum funktioniert das nicht? Du musst deinen Controller benutzen. Oh, kannst du nicht erwarten, bei dem PC-Spiel die Tastatur zu verwenden? Naja, ich kann. Ich hätte tatsächlich schnell angreifen, hier auf Controller wechseln können. Also, so schlau ist mein Computer auch schon. Was man auch jetzt sagen kann, das kann quasi jeder gerade die Singleplayer-Kampagne spielen. Es gibt ja gerade diesen Campaign Early Access, wenn man, glaube ich, die Vault Edition. Ja, genau, also pre-ordert halt. Und da kann man jetzt schon drüber denken, was man möchte. Und jetzt bin ich gespannt, wie es bei dir war auf dem PC wird, aber bei mir bei der PS5 gab es schon so leichte technische Hickhacks, sowas wie, dass Texturen nicht direkt geladen haben, dass es geflackert hat oder dass eigentlich eine Zwischensequenz starten sollte, in dem halt mein Kamerad dann irgendwie nach vorne zu der Polizei gelaufen ist und dann so, hey, wir sind nicht die Bösen, wir sind nicht die Bösen. Was passiert? Er läuft einfach ganz vorbei. Und ich musste fünfmal den letzten Checkpoint laden, damit es weitergeht. Mhm. Also ich hatte schon so leichte technische Hickhacks, aber wie war's auf dem PC? PC überwiegend gut, bis auf eine Mission, wo dann halt der Boden halt die ganze Zeit geflackert hat. Das hatte ich auch. Und da dachte ich so, okay, das ist bisher die einzige Stelle, wo ich sagen muss, technisch läuft es nicht, aber ansonsten läuft es einwandfrei und sieht fantastisch aus. Was für eine Karte hast du? Sogar für mein 3080. 3080. Also noch die ganzen RTX-Features auch noch drin gehabt. Und, ganz kurz, als ich habe halt gar keinen Plan. Das heißt jetzt wieder Modern Warfare 2. Ist das ein Remake? Ja, ist das eine Neuinterpretation? Das ist ein Reboot. Ja, und das ist die Fortsetzung vom Reboot aus dem Jahr 2019. Ja. Und deswegen hast du auch diese Neuinterpretation von diesen ganz berühmten Leveln. Also das heißt, du hast das Ghillie-Suit-Level. Aber da, also ist Level von Modern Warfare 1 von 2007 oder werden Sachen aus Modern Warfare 2 von 2009 hier reinterpretiert? Alles durcheinander geworfen. Also du hast die ganzen Charaktere aus den alten Modern Warfare-Franchise, aber jetzt in anderen Positionen bzw. anderen Blickwinkel. Und auch Modern Warfare 2 war ja beziehungsweise so, da gab es ja diese berühmte No-Russian-Mission. Ja, das wollte ich nämlich fragen. Genau. Ist die mit drin? Nein, ist die nicht mit drin. Weil diesmal geht es nicht darum, dass es der Krieg gegen die Russen ist, sondern das ist eher der Krieg gegen den Terror, den die Russen finanzieren. Das ist mega weird. Und also es kommt jetzt auch dazu, es kommt das Kartell dazu. Ja, ja. Also es kommt dann, plötzlich Mexikaner, die dann sagen, hey, Leute, Terrorismus ist gut für unser Geschäft, deswegen unterstützen wir jetzt willkommen den Iran. Und ich bei so, Call of Juarez. Okay, also als Nicht-Spieler von den Sachen muss ich auch 15 Mal um die Ecke denken. Ne? Also das erste Modern Warfare 1 Reboot-Remake, was sie gemacht haben, war aber näher dran am Original. Nee, war auch schon ganz weit weg. Es waren einfach nur Captain Price, Soap und das war's. Gab's diesen Captain Price vorher? Ja. Captain Price gibt's schon seit dem allerersten Call of Duty. Der Schnorri-Mann. Das muss ich echt sagen. Ich durfte ja bei dem Event Barry Sloan interviewen. Der Typ, der Captain Price Mocap macht und der auch wirklich, die sehen wirklich alle 1:1 aus. Mhm. Also das sind wirklich krasse 3D-Scans, die sie da gemacht haben. Und meine Fresse, ist der sympathisch. Der ist so eine coole Socke. Der hatte richtig Bock auf jedes Interview. Vor allem, weil ich hatte ein Interview auch mit den Lead Narrative Director. Und der war gemein. Die waren auch alle cool drauf und haben sich sogar mehr Zeit genommen. Sie so, ja, okay, wir werden jetzt eigentlich Pause, aber ihr stellt coole Fragen, weil ich hatte das zusammen mit 4Players. Wir machen jetzt einfach länger so, auf Kosten unserer Pause. Dann war ich aber zu spät für mein anderes Interview mit Barry Sloan und Neil Harris, glaube ich, heißt er. Aber die meinten dann so, nee, komm rein, wir haben jetzt auch eigentlich Pause, aber wir machen das. Und der war so nett und auch beim Panel, der hat immer so coole Geschichten, Anekdoten gedroppt. Und das Geile ist, als dann wirklich alles vorbei war, ist er rausgekommen, hat dann noch so mit ein paar Leuten einfach geschnackt und ist dann einfach zur Play Area gegangen und hat so gezockt. So, er so, ja, cool, ich habe nichts anderes zu tun. Also wirklich Barry Sloan, super witziger Typ. Und auch, ich mag das. Ich finde das mal. Ja, das ist echt ein Süßi. Lass uns mal, wenn du dann Modern Warfare 5 dann in ein paar Jahren in Amsterdam dir nochmal angeguckt hast, mal sehen, ob das genauso ist. Nee, die machen ja danach erstmal Pause. Sagen Sie, ist es erstmal Pause? Ja, erstmal Call of Duty Pause, weil Übernahme von Microsoft, da gab es doch diese Sache. Das ist nämlich der Punkt, den ich ansprechen wollte. Wir reden hier darüber, wie cool Modern Warfare ist und so weiter. Natürlich müssen wir immer mal wieder zumindest mal kurz darauf hinweisen, unter welchen Bedingungen die Spiele halt immer mal wieder entwickelt werden. Und gerade bei Activision und Blizzard war das in den letzten Wochen jetzt nicht, oder letzten Jahren eher nicht so geil. Jetzt überschattet das quasi so die Übernahme von Microsoft, die ganze Geschichte. Und da hieß es ja auch, dass wenn die Übernahme wirklich erfolgt, dass Call of Duty kein jährliches Franchise mehr wird, sondern dass sie sich halt wirklich Zeit nehmen werden. Und Berichten zufolge haben das die Teams auch ziemlich gut aufgenommen und die sind der Meinung, dass das der Reihe
ziemlich gut tun wird. Und ich glaube, nicht nur sie, sondern auch generell habe ich zumindest das Gefühl, dass Call of Duty durchaus mal eine Pause gebrauchen könnte. Ist die Frage, ob das bedeutet, können die Leute, die dann sitzen, auch wirklich dann länger dran arbeiten? Oder werden, oder werden die dann abkommandiert und macht dann das Alternativ-Franchise und dann werden wieder in die Ein-Jahr-Knochenmühle geworfen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Microsoft spielt auch ganz bewusst so mit ihrer Position als diejenigen, die halt Ruhe und Ordnung in diesen Laden bringen. So positionieren sie sich zumindest und deswegen kann ich mir das ziemlich gut vorstellen. Natürlich ist Microsoft immer noch ein Gigant von einem Unternehmen und hat auch primär Profit so als Ziel und dementsprechend wird das sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie sie so sie haben ja auch bekannt gegeben, dass sie Gewerkschaften akzeptieren wollen, was Activision Blizzard zumindest gerade, die versuchen auf jeden Fall das Gegenteil. Irgendwo ist Bobby Kotick gerade aufgeschrieben, hat ihm das G-Wort wieder gesagt. Ja, und das wird sehr, sehr interessant sein, wie sie damit umgehen werden. Aber dadurch, dass wir nicht großartig viel mehr Informationen dazu haben, wollte ich zumindest hier mit reinbringen, um einfach eine Sensibilität zu schaffen. Modern Warfare ist zwar geil, aber es ist halt nicht ohne Grund geil. Mal schauen, wie dann jetzt auch online-mäßig alles funktionieren wird mit ganzen Multiplayer, weil die haben ja so viele Services, die jetzt dazukommen. Die haben ja den Warzone-Modus, den neuen, den sie da hinzufügen werden, der jetzt irgendwie, glaube ich, 2 Wochen nach Release dann erscheinen wird. Dann kommt ja noch der DMZ-Modus, der so ein bisschen wie Escape from Tarkov sein wird. Und. Also, die haben ja ihren Live-Service und damit werden sie dann die nächsten Jahre Call of Duty füttern, bis dann die nächste Singleplayer Kampagne kommt und da wurde auch schon irgendwie vermutet oder gemunkelt, dass dann, ich glaube, Sledgehammer am Start ist und die dann Advanced Warfare 2 machen. Man kann sich auch ein bisschen Ruhe lassen, weil einfach Battlefield so scheiße geworden ist. Konkurrenznummer da. Hast du leider echt ja, früher war es halt noch so, oh shit, Battlefield ist das bessere Call of Duty und jetzt ist ja, wir müssen schnell machen, die kommen eine Woche früher raus, shit. Ey, ich will ja nicht sagen, EA, aber es ist gerade der perfekte Zeitpunkt, um Titanfall 3 mal rauszubringen. Who knows? Who knows? Ja, die haben genug Apex-Money, müsste eigentlich gehen. Ja, ohne Scheiß. Ja. Das soll zu Modern Warfare 2 gewesen sein. Wie gesagt, kommt für die PlayStation, für die Xbox-Plattform und für den PC raus. Wann erscheint es genau? Wisst ihr das zu diesem Freitag. Diesen Freitag. Und jetzt kann man aber den Singleplayer spielen, wenn man es vorbestellt hat. Seit letzten Freitag ist die Campaign im Early Access. Und Multiplayer, gibt es da auch irgendwie in Early Access? Nee, gar nicht. Nur den Singleplayer. Ja, genau. Und seid ihr da wieder am Start? Spielt ihr das? Ja. Was mit dir wird? Ja, Schrock hat mich auch schon gefragt. wollen wir ballern? Gute, hast du schon irgendwie Call of Duty am Start? Ich meine, ich habe nur den Singleplayer. Das ist alles, ob das das Call-Sign ist von Schrock. Gute. Over and out. So, das Call-Sign von Gregor ist japanischer Crazy Shit. Und den habe ich. Gehen wir da jetzt schon hin. Okay. Doch, ich hab da schon ein bisschen Lust drauf. Nee, nicht, also nicht der große, der kleine. Nicht der große Shit, sondern der kleine japanische. Der kleine Shit. Die Rede ist von Yomowari Lost in Dark. Kommt für die Switch, für die PlayStation 4 und für den PC raus. Gregor, du hast es dir angeguckt. Ich erinnere mich, als Yomowari für die PSP rauskam und so ein Pixel-Horror war. Dieser Trailer geht in eine komplett andere Richtung. Habe ich da mit meinem ersten Eindruck recht oder bleibt sich die Serie, so wie ich sie kenne, zumindest treu? Ja, also sie bleibt sich treu, wobei ich glaube, wenn du dann eher Richtung Pixel-Horror denkst, vielleicht kriegst du das durcheinander mit Cops Party. Ja, du hast recht. Ja, Cops Party ist nochmal ein bisschen was anderes. Yomowari. Gibt's 3 Teile bisher. Midnight Shadows, glaube ich, war der mittlere und der erste Night Alone oder irgendwie sowas. Und die sind eher besser gezeichnet, nicht Pixel-Horror, sondern eher handgezeichnete Sprite-Horror-Games, mehr so in der japanischen emotionalen Ecke so verhaftet hier in dem Spiel. Das kommt jetzt, hast schon gesagt, auf welchen Plattformen es rauskommt, jetzt Ende der Woche, wo wir es gerade dann besprechen, dann raus. Ich konnte es vorab schon mal ein bisschen auf der Switch jetzt anspielen, die erste Stunde. Ich hatte immer eigentlich ganz gerne gespielt, wobei die rein spielerisch nicht besonders tief sind. Das sind so typische, du wirst in eine Rolle von einer Protagonistin dann gepackt, die dann durch eher dunkle und nicht besonders einladende japanische Gegenden, Häuser oder sowas sich dann durcharbeiten muss. Meist eine emotionale, nicht direkt mit klaren Details gefüllte Story hinterher. Und überall sind Monster, vor denen man sich verstecken muss. Sozusagen, wenn sie einen erwischen, kriegt Leute die Protagonistin dann so ein Herzkasper und dann ist es vorbei. Und es sind ganz unterschiedliche. Dann zum Beispiel der zweite Teil, den habe ich letztes Jahr dann, ich hatte eine längere Zeit auf der PS4 liegen gehabt und habe den mal auch zu dem Oktober oder zu der Horrorzeit mal nachgeholt. Das war so
ganz spaßige, aber auch emotionale 4-5 Stunden, die ich da dran gesessen habe, mit wirklich teilweise, man sieht, wenn ihr jetzt hier die Videofassung schaut, ja, auch so zeichentechnisch, die haben schon einigermaßen aus dem Vollen geschöpft, aber natürlich eher simpler gemacht, jetzt keine aufwendigen 3D-Modelle, aber die hat noch storytechnisch so ein paar richtig krasse Sachen, ne? Das hat, wenn es anfängt, beim zweiten Teil war es so, beim dritten gehe ich gleich drauf ein. Du bist mit einem kleinen Mädchen in so einen Wald reingegangen und da sieht man, wie sich das so Parallax-Scrolling, diese handgezeichneten Hintergründe alle so malerisch mit Sonnenuntergang so über den Wald reinschauen, dann wird es auf einmal dunkel und dann kommt sie ja zu einem Galgen und er hängt sich und dann fängt das Spiel an. Alter! Okay. Bei einem anderen wird es dann, war das der zweite oder der erste, wird der Hund am Anfang überfahren, du musst ihn dann suchen, nachdem er überfahren wurde und so weiter. Und hier fängt's an, Trigger Warning mit Mobbing. Ja, Spiel beginnt mit dem Mädel, bist du auf der Toilette eingeschlossen, hörst, wie Leute von draußen auf die Tür dann draufhauen. Und als du dann rausgehst, ist es total abgeranzte Schule, wo du da bist. Und ist klar, das Mädel, was du da spielst, hat Mobbing-Probleme. Sie geht durch die Schule und wird quasi getriezt von den ganzen Leuten, wo du da bist, ne? Die ihr dann übel mitspielen und sie dazu zwingen, Würmer zu essen und alles drum und dran. Mhm. Und das führt dazu, dass das Mädel vom Dach springt am Anfang. Ja, nach den ersten 20 Minuten. Und dann findet sie sich in einer etwas anderen Welt wieder, in einem verschneiten Wald, wo sie eine Person trifft, die sich nicht an sich erinnert. Und das heißt aber, du musst eigentlich wissen, wer ich bin. Erinnere dich, es liegt ein Fluch auf dir. Du musst versuchen, diesen Fluch zu brechen, sonst stirbst du in 2 Tagen, glaube ich, war das so. Und von da aus gehst du top-down unterwegs, musst du wieder dann diese typischen Sachen machen, wie dich verstecken, alles wieder. Also ich finde es sehr interessant, wie in der Serie eigentlich die Schönheit der Optik, weil die haben wirklich Aufwand in die Zeichnung mit reingepackt, aber auch das Abgeranzte, was sie miteinander vermischen, wie schön das da so zusammenkommt. Und du sagst, oh, das sieht ja toll aus, wie das Parallax-Scrolling da die ganzen Ebenen zusammenbringt, aber dieser hässliche, blutende Riesenkopf, den ich da gerade sehe, ist eher scary. Hat die gleiche Stimmung oder das gleiche Gefühl gehabt wie die Älteren. Wenn es sich so weiter ausgeht, ich habe jetzt noch nicht weiter spielen können, aber das ist eben ein Game für Leute, die so ein bisschen mehr auf Exploration Bock haben, in der Stadt herumlaufen, kleinere Quests lösen und eher der japanische psychologische Horror, der nicht immer sofort so auf Antworten geht mit Spuk und Geistern und allem drum und dran. Ein Feature, was sie jetzt auch hier nochmal neu gemacht haben, bei den Älteren, was so, dass sich dann, was weiß ich, in einem Busch versteckt oder hinter Kohleautomaten und dann hast du so deinen Herzschlag gesehen und gehört, während diese Monster vorbeigehen und dann so einfach irgendwie so Wolken, damit du den Eindruck hast, okay, jetzt verstecke ich mich gerade und mein Herzrhythmus geht hoch, das war schon recht intensiv. Hier musst du tatsächlich die Augen zumachen, mit Controller zurückgedrückt halten, weil die Monster dürfen dich nicht ansehen und musst versuchen, an denen vorbei zu navigieren. Das ist eine coole Idee. Ja, du siehst aber immer noch ein kleines bisschen von der Ingame-Grafik, aber nur so einen kleinen Schatten und siehst die Monster dabei nicht. Du musst also navigieren und gucken, dass diese Gefahrenherde, dass du da nicht reinläufst. Check it out. Die älteren Sachen gibt es auch für viele verschiedene alten Plattformen, vielleicht noch mal wahrscheinlich günstiger als jetzt das hier. Ich weiß jetzt nicht, was genau der Preis ist, wahrscheinlich 40 Euro, würde ich schätzen. Checkt gerne mal aus und ich werde es auf jeden Fall nochmal weiterspielen. Ich habe jetzt, wie gesagt, so den Anfang da mal reingeschaut und ist so genau auf der so Low-Budget, Japano-Horror in die Ecke, so gefühlt für mich. Switch-Exclusive? Nee, für verschiedene Plattformen. Okay. Ich finde es cool, ey. Ich hatte das überhaupt nicht auf der Pein, aber ich bin jetzt ein bisschen hooked. Ist tatsächlich ein bisschen teurer. Also ich sehe hier zumindest eine Switch. Ah, die Deluxe-Edition ist das, wenn ich mal auf die PlayStation. Mit eigenem Strick mit dabei, oder? Das ist sehr schwarzer Humor. Naja. 49,99 kostet zumindest die Retail-Fassung für PlayStation und für die Switch sehe ich sie hier. Da gibt es auch nur eine Deluxe-Fassung. Digital wird es wahrscheinlich noch ein bisschen teurer sein, kann ich aber hier auf Steam zumindest gerade nicht ersehen. Also check das mal aus. Es gibt die Älteren immer mal wieder auch im Sale. Man muss nicht unbedingt mit dem Teil jetzt hier anfangen, wenn man überhaupt keine Berührungspunkte damit hat. Und schaut so, ja, probiert es mal aus. Ich habe mir bei New Game Plus mal einen Teil gehabt. Das kann gut sein. Das müsste Midnight Shadows zu der Zeit wahrscheinlich gewesen sein. Interessantes Spiel, aber keine uneingeschränkte Empfehlung. Ihr habt es gerade rausgehört, es werden sensible Themen angesprochen. Also achtet bitte auf die Triggerwarnung, was das angeht. Und falls euch das interessiert, guckt euch das sehr, sehr gerne an. Wir gucken uns jetzt ganz kurz einen Spot an. Nicht die Werbung, sondern nur einen Spot und sind dann gleich wieder zurück mit Resident Evil 4, Pokémon und Silent Hill. Bis gleich. Moin, hi, wir sind die Rocket Beans. Wir machen so Medienquatsch im Internet. Ich zeig's euch mal. Was?
und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk mit Berti, mit Wirt und mit dem guten Gregor. Ich komme mir vor wie im literarischen Quartett mit euren Champagnerflaschen. Ja. Ja, daran merkt man, dass hier noch unterschieden wird zwischen normalen Redakteuren und Volos. Denn ich habe hier ein normales Glas, ja? Kannst meine Champagnerflasche haben? Nein. Ja, würde sagen, ja, gib mir auch dein normales Glas, damit du gar keins hast. So, wir haben leider heute ein bisschen weniger Zeit, deswegen ein paar Spiele im Schnelldurchlauf. Wirt, du hast die Overwatch 2 angeguckt. Mhm. Ich habe mir auch Overwatch 2 angeguckt. Soll ich dir meine Erfahrungen Warum haben wir nicht zusammen gespielt? Ich kann dir sagen, warum wir nicht zusammen gespielt haben. Weil du nicht es nur installiert hast. Nein, doch, doch. Ich habe es für die PlayStation 5 installiert. Ja, Crossplay mittlerweile. Ja, genau. Crossplay geht und ich hab's halt Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ich war auch damals auf der PS4 nicht sonderlich gut in Overwatch 1, aber hab halt ein paar Runden gemacht und hat mir Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich Overwatch 2 installiert und dann gibt's halt seit damals gibt es so viele neue Heroes. Mhm. Wollt mal eine Figur spielen, die ich halt gar nicht bisher gespielt habe. Hast du genau? Das ist keine Ahnung, so eine Healer-Klasse, die halt so heilen kann mit der rechten. Moira, die so ein bisschen wie David Bowie ist. Ja, genau. Die fand ich mega cool. Hab damit das allererste Mal wollte mich nur so reinfühlen und ich spiele halt, dann habe ich halt nicht so mega gut gespielt und dann höre ich nur noch: You suck. Oh, nein! You piece of shit. Please go home. Please delete this game. Und ich höre das nur so aus meinem DualSense-Controller. Und ich weiß nicht, wie ich das auswählen kann. Ich dachte, ich habe das Spiel mit dem Mobbing gerade mitgebracht. Aber das war's ja du. Ey, Leute, ich will nur mal kurz probieren. Ich schwöre, das ist meine erste Runde. Und ich wurde so krass geflamed. Ich habe sofort deinstalliert. Sorry, mach den Lautsprecher raus, Sony. Das geht so. Ey, das ist einfach Cybermobbing, ey. Das ist best. Ja, das fand typisch Online-Multiplayer, leider. Ich habe das bei keinem anderen Multiplayer-Spiel. Ich spiele Fortnite relativ oft, bin da auch jetzt nicht mega gut, aber das ist kein Teamgame. Ja, das stimmt. Du hast recht. Es sei denn, wir spielen zusammen. Da bin ich derjenige, der sagt: Ilias! Ja, das stimmt. Du joinst uns bei Modern Warfare 2, wir nehmen dich nicht. Nee, das willst du nicht. Das willst du nicht. Doch. Deswegen, ist das bei dir? Du wirst wahrscheinlich besser sein. Ich glaube, du kannst auch allgemein mehr zu Overwatch 2 sagen. Ich bekomme das immer mal wieder mit, dass der zweite Teil so eine Art Meme ist, dass die im Grunde nichts großartig Neues gemacht haben. Zumindest als Laie kommt das so rüber. Du als jemand, der sowohl den ersten als auch jetzt den zweiten ein bisschen gespielt hat, kannst du die Unterschiede deutlich erkennen und findest du sie interessant oder bist du der Meinung, dass die 2 in Overwatch 2 nicht so wirklich gerechtfertigt ist? Ja, es ist eher Overwatch 1.5, weil an sich ist es immer noch das gleiche Overwatch. Mit einer ganz wichtigen Neuerung, es ist Free-to-Play. Jeder kann es spielen, Lootboxen sind alle raus, die haben Season Pass eingeführt, das zack, wodurch dann Leute sagen: Leute, bringt die Lootboxen wieder. Stellt euch das mal vor. Da bringen sie einen Season Pass raus, es ist Free to Play und Leute sagen: Nee, der ist scheiße. Ein Battle Pass. Ja, Season Pass, Battle Pass, ja. Die wollen die Lootboxen wieder haben, weil das irgendwie besser war. Du hast irgendwie Geld dafür ausgegeben damals für das Spiel, ne? 60 Euro zum Start, hast alle Charaktere gehabt. Und du hast dann nach und nach dann dir halt durch Lootboxen die Skins freigeschaltet. Fand ich eigentlich viel, viel schlimmer. Aber jetzt mit diesem Battle Pass, man kann irgendwie nichts Gutes freischalten. Man kann zwar die Skins sich immer noch holen für echtes Geld, aber du zahlst 20 Euro für eine Farbänderung. Da denke ich mir auch so, nee. Das kommt dazu. Und was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass du, also das war zu dem Zeitpunkt, als ich es gespielt habe, mittlerweile gibt es bestimmt so Double XPs oder so, du machst halt sau langsam Fortschritt. Ja? Also es ist halt wirklich, ich erwähne immer mal wieder Fortnite, weil das so meine Präferenz ist. Und dann merkst du einfach, okay, in der Session machst du locker so 5-6 Level. Mhm. Wenn du halt ein bisschen spielst. Du musst nicht mal gut spielen. Du hast halt einfach genügend Optionen, damit du halt deine Erfolge hast. Und hier ist das halt wirklich: gewinne oder fick dich. Und selbst wenn du, natürlich gibt es noch so andere Optionen, aber selbst wenn du sie erreichst, bekommst du so wenig Erfahrungspunkte, dass ich das Gefühl habe, dass ich Ewigkeiten spielen muss, bis ich halt zu dem Skin komme, der mich interessiert. Ja, und das fand ich neben dem ganzen Geflame, fand ich das on top auch noch ziemlich unattraktiv. Ja, das finde ich auch so. Und da bist du ja nicht der Einzige. Zum anderen haben sie ja noch das Gameplay angepasst. Du hast ja wahrscheinlich gemerkt, bevor du das Spiel startest, du suchst ja eine Klasse aus. Ja. Weil die haben es jetzt so gemacht, dass in jedem Spiel hier nur noch ein Tank vorhanden ist. Die haben von
6 gegen 6 auf 5 gegen 5 entschlackt, wodurch dann die Spiele jetzt dann halt ein bisschen schneller gehen und halt eine ganz andere Dynamik einnehmen, weil vorher war es immer so, zwei Tanks laufen da rum und da hat man die ganze Zeit auf diese Bullet Sponges geschossen und gewartet, bis sie draufgehen. Die haben hier und da was getweakt, die haben die Tanks noch stärker gemacht, also noch mehr Lebenspunkte geben, weshalb du jetzt noch länger auf die ballerst, was dann noch merkwürdiger ist, weil nur ein Tank vorhanden ist und einige Ultimates dann halt einfach irgendwie nicht zünden. Also du aktivierst sie, aber das gegnerische Team steht dann trotzdem noch, weil da ein Tank steht. Und die haben auch einige Fähigkeiten rausgenommen, wie zum Beispiel bei Mei war ja die Besonderheit, sie hat ja die Gegner eingefroren. Jetzt macht sie die noch langsam. Mm-hmm. Also Mei kannst du im Moment komplett vergessen. Also das Balancing ist so komplett umgeworfen worden, was ja einerseits gut ist, weil man hat gesehen, okay, die haben gesehen, da sollte was geändert werden, aber andererseits denkt man sich, es ist nicht viel besser geworden, es wurde verschlimmbessert, größtenteils. Und ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dann zu sagen, ja, es ist jetzt ein zweiter Teil, obwohl es an sich immer noch das Gleiche ist, obwohl es weniger ist. Es ist Free-to-Play, ja, das ist die große Neuerung. Ja, es ist 5 gegen 5 und alle, die Overwatch 1 besitzen, die kriegen auch die drei neuen Charaktere dazu. Alle anderen müssen sie natürlich freischalten, beziehungsweise wenn man sich jetzt den Battle Pass holt, kriegt man Kiriko, diesen ganz neuen Kiriko, weiß ich gerade nicht mehr. Kiriko, glaube ich. Ja, genau, den neuen Champ. Und die haben jetzt auch wieder eingeführt, dass man jetzt monatlich, beziehungsweise in jeder neuen Season kommen ja neue Charaktere. Und das war ja der Grund, weshalb Overwatch 1 dann gestorben ist, weil dann irgendwann kein Content mehr erschienen ist. Irgendwann haben sie sich nicht mehr dran gekümmert, weil sie sich dann auf Overwatch 2 fokussiert haben. Und es gibt einen neuen Spielmodus, und zwar mit diesem Roboter. Ja. Der dann halt die Kisten dann verschiebt. Den finde ich recht interessant. Aber Overwatch 2 wurde ja gesagt, da soll ja eigentlich noch ein Singleplayer kommen, beziehungsweise ein PvE. Und der kommt wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Also man hat jetzt das wird dann auch Geld kosten. Also das ist dann kein Free-to-Play. Können mich dann berühmte Voice-Actor beleidigen über den Controller? Oder so? Ich hab gehört, Helena Taylor hat nicht so viel zu tun gehabt. Sack. Ja, also ich finde das gerade sehr, sehr underwhelming. Ich werde auch als neuer Spieler, habe ich das Gefühl, werde ich null abgeholt. Deswegen habe ich das auch deinstalliert. Ich warte jetzt, bis der PvE-Modus rauskommt. Da habe ich halt immer darauf gehofft, weil ich die Welt, die Champs, das finde ich alles echt cool. Das machen sie sehr, sehr schön. Auch die ganzen Teaser, die sie da immer einbauen und wie sie die Charaktere einführen. Die Animation, das ist halt wirklich für mich persönlich schon fast so Pixar-Level, was das angeht. Und wenn sie da halt ein bisschen mehr Story reinmachen und den Leuten, die halt auch nicht wirklich so Multiplayer-affin sind, diese auch mit abholen und dadurch sich vielleicht wappnen für den Multiplayer-Modus, so wie es zum Beispiel Splatoon macht mit einem coolen Singleplayer. Und dann hast du halt alle Mechaniken drauf, die du für den Multiplayer brauchst. Das ist dann für mich eher etwas, das interessant ist. Aber zum Zeitpunkt jetzt finde ich Overwatch komplett. Ey, ihr könnt es ausprobieren. Nichts damit zu tun haben. Also vor allem jetzt, es ist free to play und die Server halten es dann mittlerweile aus. Denn zum Launch von Overwatch war es ja wieder typisch Blizzard. Ich komm nicht auf den Server, ich kann nicht spielen und so weiter. Queuing irgendwie Platz 40.000 und so weiter. Also meinst du, wir schaffen es Freitag bei Modern Warfare? Die haben es bisher tatsächlich immer geschafft. Auch hier bei Warzone, als es zum ersten Mal erschienen ist, hat es geklappt. Ja. Ihr könnt euch selbst davon überzeugen. Overwatch 2 ist erschienen für Xbox, PlayStation und PC, ist aktuell Free-to-Play. Kleiner Tipp von meiner Seite, mutet den Chat. Das macht er. Kein Voice-Over, damit werdet ihr auf jeden Fall besser eine bessere Zeit haben. Ich glaube, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten der letzten Wochen hier. Ja, ist ein bisschen traurig. Traurig, aber irgendwie auch lustig. Was soll's? Komm, machen wir mal weiter mit auch wieder nur ganz kurz halten. Wir werden das Spiel wahrscheinlich noch ein bisschen länger die nächste Zeit behandeln. God of War für den PS5 wird jetzt bald erscheinen, steht in den Startlöchern. Wir konnten es zumindest mal anspielen. Mit wir meine ich auf jeden Fall Berti. Gregor, du hast, glaube ich, auch einen Code, aber noch nicht reingucken können. Ne? Ich habe tatsächlich gestern noch mal zu 2 Stunden gespielt. Ja, dann fang du gerne mal an. Soll ich mal anfangen? Ja, bitte. Soll ich gleich mit dem Negativen hier anfangen? Nein! Endlich mal! Nein, es gibt keine griechische Sprachausgabe. Das stimmt, es gibt keine griechische Sprachausgabe. Aber griechische Texte könntest du einschalten, das ist schon mal in Ordnung. Ich freue mich sehr drauf. God of War hat mir allgemein meist echt viel Spaß gemacht, auch wenn es meine Kultur in den ersten Teilen komplett auseinandergenommen und zerstört und zermatscht hat. Oder ich das dann machen durfte dementsprechend. War auch ein cooler Dreh, das jetzt in die nordische Mythologie seit 2018 zu packen. Das Spiel hat sich ja auch inhaltlich nochmal verändert. Das ist nicht so ein ganz klassisches
damals hat man ja so God of War Style Games gesagt, weil es das Genre ja richtig festgelegt hat, definiert hat. Character Action, glaube ich, würdest du heutzutage dazu sagen. Jetzt mehr durch diese Over-Shoulder-Perspektive, fast schon eher Gears of War mit Nahkampf, fühlte sich das teilweise so an, aber mit puzzelartigen Leveln. Ich habe gestern 2 Stunden noch mal reinspielen können. In erster Weise, ich will jetzt nicht sagen underwhelmed, weil das ist sehr enorm und krass ausgedrückt. Aber ich habe mich nach den vielen Jahren, wo ich den letzten Teil gespielt habe, dann, ach ja, das ist das Spiel. Ne? Weil es fühlt sich sehr nach im guten wie auch im negativen Sinne more of the same an. Ja? Also das gleiche hohe Qualitätsniveau, was sie gehalten haben. In den Performances, wie sich das Ganze spielt. Ich bin nach 2 Stunden noch nicht so ganz in das Kampfgefühl da reingekommen mit dem Wechsel, mit den verschiedenen Waffen. Und weil mal, okay, jetzt muss ich mit R1 und R2 wieder angreifen. Und wie werfe ich nochmal, warum lade ich die Axt mit Dreieck auf, wenn ich die anderen Buttons benutze? Das habe ich noch nicht so ganz intus. Aber es spielt sich so wie gewohnt. Man merkt aber, da sind auch so diese Altlasten bisher vorhanden zumindest. Es wird ja auch ein Last-Gen-Titel jetzt sein. Ne? Es kommt ja auch für die PS4 raus. Und die Level bisher sind so dieses typische 3 Schläuche miteinander verbunden. Gehst irgendwo hin und siehst, das Areal ist ein bisschen breiter. Okay, so also eine Kampfarena, wo aus irgendwelchen Nondescript-Ecken jetzt 6 Gegner reinspringen, die ich mal bekämpfen kann. Und so funktionierte das Ganze bisher. Was mir sehr gut gefallen hat, oder ich finde mal diese Interpretation von mythologischen Figuren, die sich für das Spiel so überlegen. Ich habe es jetzt auch auf Englisch gespielt, weil ich finde einfach die Originalsynchro da ist schon. Die Deutsche ist wahrscheinlich auch in Ordnung, machen sich da auch immer so ganz gute Arbeit damit, aber hier, ich habe eben sprechen dann die Leute, die hier mit dabei sind, wie sie so nordische Gottheiten interpretiert hatten. Das kannst du, Berti, gerne mal ergänzen. War fast schon wie so eine Mafia-Familie, habe ich das Gefühl. Ne? Da kommen wir so in eine Situation rein, die können auch so Sopranos sein. Ja. Also ich finde, das ist einfach, einfach cool, wie sie solche Sachen da miteinander verknüpfen und verweben. Vor allem, wenn man bestimmte Figuren schon durch Marvel und anderes Zeug x-fach auf eine Art interpretiert gesehen hat. Und hier ist es nochmal ein ganz anderer Schnack. Also ich habe Spaß. Ich guck mal, in welche Richtung das noch alles hingeht. Das war ja auch so Metroidvania-Style dann später beim 2018er. Also da hoffe ich mal, dass sich dann entsprechend noch dann bald öffnet. Aber ich habe das bekommen, was man erwarten kann bisher. Und ich habe es auf dem großen Beamer gespielt. Ich kann nur sagen, Gregor, freu dich. Da kommt noch viel. Ich bin gespannt. Hast du es durch? Das Gefühl? Nee, also sorry. Mach keine weiteren. Nee, ich wollte nur sagen, also ich habe jetzt so knapp 13, 14 Stunden, aber wir dürfen halt Stand jetzt nicht mehr als die ersten 4, 5 Stunden reden. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, dass ich war auch ein großer Fan von God of War 2018 war das, ne? Mhm. Aber ich hatte auch schon meine Probleme damit. Gerade was so die Sidequests angeht, weil die für mich so immer deplatziert wirken. Und auch der Skilltree, damit war ich nicht super zufrieden, weil ich das komisch fand, dass Kratos und Atreus sich immer die EP teilen mussten. Und deswegen warst du dann so, okay, ich habe das ganze Jahr gekämpft. Ja, okay, jetzt muss ich entweder Atreus das geben oder Kratos, aber dafür ist dann Atreus ein bisschen underlevelt. Und das, finde ich, haben sie richtig, richtig gut gemacht, weil diese Sidequests jetzt viel selektierter kommen und dann auch wirklich zum Narrativ passen. Die wirken nicht komplett deplatziert, weil dann eine Nebenfigur sagt so, ey, bevor wir weitergehen, Kratos, keine Ahnung, willst du mir einen Gefallen tun, weil ich habe hier unfinished business. Und dann wirkt das nicht so wie, ja, eigentlich passt nicht zur Story, aber lass mal hier ein bisschen rumsegeln. Lass mal Gwent spielen. Wenn Kratos Gwent spielt, wirst du mich überraschen, ja. Und das Kampfsystem ist halt einfach dieses, du kämpfst und jeder kriegt seine eigene XP. Und deswegen ist das richtig geil. So, dementsprechend, wenn du mit Kratos halt als zerhackst, ja, easy, dann kannst du Kratos leveln und zeitgleich kriegt aber Atreus immer seine eigene EP. Das heißt, du bist nicht in diesem Konflikt so, dass irgendeiner immer underlevelt ist. Du hast das Gefühl, was halt dementsprechend auch zum Narrativ passt, dass beide zeitgleich stärker werden. Mhm. So, dass beide neue Skills kriegen. Und ich bin echt, das, was Gregor gesagt hat, ich finde auch die Interpretationen, weil da kommen noch andere Figuren, es ist einfach richtig geil. Wie teilweise, wie du es schon gesagt hast, dieses Sopranos-mäßige, so, dass du dementsprechend auch nicht weißt, teilweise auch im Narrativ so, wer sind hier die Guten, wer sind hier wirklich die Schlechten, auf wen muss man aufpassen? Und das dann halt auch, ich fand das einfach geil, ich hab's gezockt und dann habe ich die Figuren auch teilweise, weil ich die nicht kannte, weil ich nicht so komplett in die nordische Mythologie bin, halt nochmal gegoogelt und dann ziehst du ja halt rein, wie das eigentlich halt geschrieben ist in der nordischen Mythologie und dementsprechend, wie diese Interpretation dann im Spiel ist, ich find's richtig gut. Und ich muss echt sagen, dieser frische Wind vom Director-Wechsel von Cory Barlog zu, jetzt habe ich seinen Namen leider vergessen, habt ihr ihn parat? Okay,
der fühlt sich richtig, richtig gut an. Und ich glaube, das ist auch ein Cory Barlog, der gesagt hat, so ey, ich habe das gut auf den Weg gebracht, das Franchise, aber es ist besser, wenn jetzt noch mal jemand mit noch mal frischerem Wind da reingeht. Und ich finde es überragend bis jetzt. Eric Williams heißt er. Genau. Finde ich persönlich sehr interessant. Ich kann so ein bisschen mehr connecten mit deiner Erfahrung, Gregor, weil ich den ersten Teil, ich fand die erste Hälfte ziemlich boring. Ja. Fand ich echt nicht gut. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das sehr lange Zeit gebraucht hat, bis das Spiel so richtig in Fahrt gekommen ist. Deswegen ist es bei mir nicht auch so ganz weit oben, wie es bei vielen anderen vielleicht der Fall ist. Überrascht es mich schon fast ein bisschen, dass du auch wieder der Meinung bist, okay, der zweite Teil lässt sich wieder Zeit, finde ich persönlich wieder ein bisschen schade. Aber von den ersten zwei Stunden ausgehen, vielleicht bin ich genau an der Grenze. Ja, I know. Das finde ich krass, weil ich bin genau anders so der Meinung. Also ich würde echt so weit gehen, dass das Intro von God of War 2, also von Ragnarök, ist für mich eins der besten nach Last of Us. What? Weil ich das filmisch, ist es extra krass. Also das ist sowas Krasses, habe ich echt lange nicht mehr gesehen. Und auch, ich finde, gerade im direkten Vergleich mit Teil 1, es kommt viel schneller zur Etablierung des eigentlichen Konflikts, des eigentlichen Storystranges, worum es eigentlich geht so. Und was halt Also inszenatorisch bin ich beide. Die haben natürlich, die schöpfen wieder komplett aus dem Vollen. Und da sieht man den Unterschied, sagen wir mal, zu First-Party-Titeln von Microsoft immer noch leider. Ne? Was noch mal so ein richtig großer Brecher einfach wurde. So, okay, jetzt ist Event-Kino angesagt. Allerdings rein inhaltlich war das Schema F in guter Qualität. Okay. Zwei Meinungen. Da bin ich gespannt. Eine Handvoll Gesundheit. Kämpfe, da eine Cutscene, da zwei Gänge, hier lernen wir die Steuerung kurz. Es war cool, es hat mich dann mitgenommen und alles, vor allem emotional, weil gesagt, die Performance ist, aber rein inhaltlich habe ich jetzt nichts gesehen, was ich auf der PlayStation 2 nicht gehabt hätte. Jetzt bin ich auf jeden Fall interessiert und will mir meine eigene Meinung bilden. Wie gesagt, wir werden zu God of War deutlich mehr haben in den nächsten Wochen. Es gibt auch schon einen etwas ausführlicheren Preview-Talk hier auf dem Gaming-Kanal von Rocket Beans. Fabian war mit am Start, Sarah und Chris von Game 2, wenn ich mich nicht irre. Yep. Da könnt ihr auch nochmal etwas ausführlicher über dieses Spiel euch Sachen anhören. Jetzt geht es nochmal ganz kurz. Wir haben nicht so viel Zeit. Pokémon Karmesin und Purpur, du hast es gespielt. Ja. Yep. Und ich habe sehr große Sorge. Ja, ich habe Angst, weil ich habe mir dann Material angeschaut. Es gab ja neues Material zu den Sachen, die du dir auch angucken konntest. Mhm. Und ich war mir nicht sicher, ob ich mir deine Eindrücke anhören möchte, weil ich ja immer noch tief in mir drin eine leise Hoffnung habe, dass es eventuell mir Spaß macht. Wirt, kannst du diese Hoffnung bestärken oder trampelst du sie in Grund und Boden? Es ist ein Open-World-Pokémon-Spiel. Das ist das, was wir haben wollten. Es ist a Breath of a Pokémon. Excuse me? Ist es Arceus? Nee, Arceus hatte ja diese abgeschlossenen Areale gehabt, wie bei Monster Hunter, zwischen denen du wechseln konntest. Aber Pokémon hat wirklich diese große Open World, die du dann frei erkunden kannst. Und das dann auch recht früh im Spiel. Okay. Und zwar auch mit diesem Pokémon, ich habe wieder vergessen, Maraidon und Caraidon, die Motorräder. Mhm. Sehen scheiße aus. Klar, und sieht affig aus. Aber trotzdem funktionieren die viel besser als bei Arceus. Bei Arceus war es halt so, du hast nach und nach halt diese Fähigkeiten freigeschaltet, du hast ein Pokémon gehabt, das mit dem du reiten konntest, mit einem, was du gleiten konntest, mit dem du schwimmen konntest. Dieses Pokémon ist halt einfach, es ist Kid, es kann einfach alles. Also, du kannst von vornherein dann auch schwimmen, du kannst damit schon klettern und so weiter, musst nicht wechseln, musst nicht diese beschissene Flöte einsetzen, die dann jedes Mal erklingt, wenn du ein Pokémon rufen möchtest und dann die Areale erkunden. Also, ich hatte jetzt nur die ersten, also ich würde mal sagen, das erste Viertel oder das erste Achtel der großen neuen Welt erkunden können. Weil ich Wie viele Stunden? Das ist, glaube ich, die beste Maßeinheit. Ich habe eine Stunde Singleplayer gespielt und da konnte ich leider noch nicht so viel machen. Du hast ja jetzt diese drei verschiedenen Storystränge, die du machen kannst. Die Straße der Sterne, wo du gegen die Bullies kämpfst. Du hast Pfad der Legenden, wo du dann halt diese gegen dieses große Titan-Pokémon kämpfst, gegen diese große Krabbe oder halt dann dabei auch Gewürze suchst. Und du hast dann noch den normalen Storystrang, wo du dann den Weg des Champs, wo du einfach durch 8 verschiedene Städte gehst und dann halt. Das ist so der typische Pokémon-Champ. Genau, und du hast jetzt einfach mehrere verschiedene Wege, einfach das Spiel zu spielen. Du musst jetzt nicht immer Pokémon-Meister sein, was ich dann mal auch interessant finde. So, wenn du jetzt sagst, Open-World Pokémon, fühlt sich diese Open-World auch cool an? Also macht es Spaß, sich in dieser aufzuhalten? Das bedeutet, du hast gerade so ein bisschen die Bewegung in dieser Open-World angesprochen. Ich finde es zum Beispiel ganz cool, dass du halt wirklich alles in einem hast.
und da einfach so deinem Flow nachgehen kannst. Aber wie ist es mit Pokémon kämpfen? Wie ist es mit Pokémon fangen? Kannst du wie in Arceus, auch wie so ein Shooter, einfach Pokebälle werfen? Musst du immer in Kämpfe gehen? Gibt es einen Schnitt, wo du nochmal extra in eine Arena kommst? Wie ist der Flow dieser Open World? Da haben sie zum Beispiel jetzt Quick Battle eingeführt. Du musst jetzt nicht mehr direkt ein Pokémon berühren, sozusagen, um dann einen Encounter zu starten, sondern du kannst dann einfach dein Pokémon hinschicken. Okay, merkst einfach, okay, diese Gegend, da sind die Pokémon schwächer, schickst dein stärkeres Pokémon hin, es kämpft allein, du gehst in der Zwischenzeit woanders hin. Das hatten ja schon, das hatten ja schon in einem anderen Trailer schon gezeigt. Also zum Beispiel hier, apportieren geht auch, da wird jetzt Quacks einfach dahin geschickt. Dann sagt er so, ja, verprügel das Ding und ich mache was anderes. Ja, this is good. Genau, und dann sammelst du in der Zwischenzeit. Mach das nicht im Hundepark. Und dann sammelst du in der Zwischenzeit dann auch sozusagen Gegenstände von den besiegten Pokémon oder gefangenen Pokémon. Und mit diesen Gegenständen kannst du dann TMs craften. Mhm. Okay, was TMs sind quasi Attacken. Items, mit denen du Pokémon Attacken beibringen kannst. Genau. Also technisch, ja, genau. Jetzt so typisches Switch-Thema. Das sieht schrecklich aus. Ja, okay. Aber. Es läuft. Ja, gucken wir hier, können wir einen kurzen Eindruck von der Open World haben, was ich auch ziemlich stark finde. Also, wenn man bedenkt, dass Arceus, wo man dachte so, okay, diesen großen Areal, das ist schon cool, das ist das, was wir haben wollen, kriegst du jetzt das hier einfach nochmal alles zusammengeschnitten. Alter, ey. Und das ist hier auch, hier, das ist das Camp von Team Star. Mhm. Und es ist halt auch so, du kannst jetzt nur durch den Haupteingang gehen. Wenn du jetzt oben herum gehst, dann sagen sie, ey, du betrittst gerade das Areal von Team Star und wirst dann zurückgebracht, lame, wo du da nicht hingehen darfst. Das ist natürlich ein bisschen lame, aber ja, so haben sie es dann abgesperrt. Das ist dann halt so eine Herausforderung von Team Star. Du gehst hin und besiegst die Pokémon halt nicht in einer normalen Battle, sondern du schickst sie einfach so los in diesen Quick Battle und musst dann 30 Stück besiegen. Das sieht jetzt zwar cool aus, aber wenigen Minuten denkst du da einfach so, ja, ist schade, weil es sieht eigentlich ganz witzig aus. Es sieht ganz witzig aus. Du musst da auch ein bisschen auf die Elemente achten. Und hier ist die Anführerin von Team Star. Ich konnte leider in dieser Zeit, in der ich es anspielen konnte, leider. Ich spiele ja auch Overwatch mit dir. Du kannst sie buchen. Ja. Ach ja, es gibt, tell me mean things, please. No. Es gibt ja eine Arena-Leiterin. Die ist Influencerin und Streamerin. Oh, na klar. Aber sowas hatten wir ja schon eingeführt bei Pokémon Nachrichten. Ja. Sowas hatten wir schon. Pokémon TikToks. Ja, die mit ihrem Europ-Wasser verkaufen und so weiter. Schon alles schon gehabt. Okay, alles klar. Ah ja, das finde ich auch noch ein bisschen hässlich. Die Pokémon-Tankstellen, die, bei denen du dann halt Pokémon Center technisch die Sachen einkaufst, TMs craftest und Pokémon heilst. Oh, was ist das für eine UI? Auch schlimm finde ich es nicht. Ich finde es okay, weil die Attacken da angezeigt werden. Man sieht halt auf dem ersten Blick, was für Attacken das sind. Okay. Und auch Pokédex finde ich auch sehr schön angelegt. Das wirkt so ein bisschen wie National Geographic, wo du dann ein Pokémon fängst und dann gibt es dann nochmal ein schönes Foto von dem Pokémon, wie es da gerade in der Umgebung ist. Und dann hast du noch das. Oh, die müsstest du mal selber machen bei Pokémon Snap, die Fotos. Das wäre natürlich noch besser, wenn du dann jedes Mal deinen Pokédex-Eintrag dann individualisieren könntest. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert, weil du hast ja eine Fotofunktion. Und ganz wichtig jetzt noch, worüber ich sprechen muss, der Multiplayer. Das ist eigentlich der wichtigste Part, weil Multiplayer gab es ja bei Arceus überhaupt nicht. Nee, hat ja gar nicht geklappt. Und bei Schwert und Schild, da waren es nur die Raids. Und du hast ja dann halt in dieser Naturzone dann halt nur noch Ghosts von anderen und dann gesehen. Lief das auch mit 15 Frames oder so. Ja, das war. Hier ist es halt so, du kannst andere Leute in deine Welt rufen. Und ihr hängt dann einfach da ab. Könnt dann gemeinsam Pokémon fangen. Aber Encounter macht ihr nicht gemeinsam, sondern wenn du einen Encounter machst, dann sehen die anderen nur, okay, du bist gerade in einem Encounter und die können dann einfach so mittendrin stehen und herumblödeln, aber das war's dann auch. Was bedeutet Encounter? Also Kämpfe? Du kämpfst gegen ein Pokémon oder alleine. Du fängst ein Pokémon, genau, ist immer nur alleine. Es gibt keine Doppelkämpfe oder Viererkämpfe, dafür gibt's ja die Raids, die es dann auch gibt, die jetzt in Echtzeit laufen. Was ist der Sinn des Multiplayer? Also warum sollten wir jetzt im Multiplayer spielen, außer der Tatsache, dass ich in deiner Welt abhänge? Das ist das Einzige. Ja, ich habe noch keinen Grund gefunden, warum wir gemeinsam Multiplayer spielen sollen, weil auch wenn wir jetzt gemeinsam den Multiplayer starten, du kannst in meiner Welt herum eiern und ich mache in der Zwischenzeit meine Story weiter oder du machst deine Story weiter. Das funktioniert. Was ich auch recht interessant finde. Weil dann kannst du dann immer noch kommen und schnell tauschen oder was weiß ich. Es gibt halt diese Funktion, wo man gemeinsam Brötchen belegt. Und das ist das hässlichste Ingame-Mädchen, was ich. Ingame-Brötchen, was ich je gesehen habe. Okay. Hast du gerade Witze? Nein. Wie man belegt Brötchen. Ja, du belegst Sandwiches. Und dann, wenn ihr was bringt das? Damit dann Shinies erscheinen. Oh. Shinies stehen auf Sandwiches. Was sind nochmal ganz kurz Shinies? Pokémon in anderen Farben. Die besonders selten sind. Zum Beispiel, ja.
Okay. Es ist, My sandwiches bring the Pokémon to the yard. Wer allein, guck dir, oh Gott, da war es wieder das mit der Framerate aus der großen Entfernung. Also die FPS-Drops und halt auch Clipping-Fehler, die sind halt vorhanden. Also ich habe zwar eine Preview-Version gespielt, klar kann sich zum Ende noch viel entwickeln, aber nope, Pokémon Legend Arceus hat ja schon gezeigt. Ja, du hast halt auch ganz gesehen während des Trails, wie halt so Grastexturen laden. Ey, aber ganz im Ernst, da sind die ganz ehrlich damit, wie dann ihr Spiel am Ende aussieht, ne? Ist nicht geschönt oder so. Nein, ey, ich finde es auch. Dann kommt so. Ja. Oh Gott. Guck mal, das ist das Ding von normalerweise Modellen, die weit entfernt sind, dass die mit einer geringen Framerate laufen. Klar, auch die Resident Evil Remakes haben das zum Beispiel, aber ich habe es noch nie gesehen, wenn du ganz nah an der Figur dran bist, dass die mit 10 FPS läuft. Ja. Habt ihr dann so einen Tipp so langsam? Können wir vielleicht nächstes Jahr ein neues Switch erwarten? Nein. Nee. Das Traurige ist ja, ich hatte es ja auch verglichen mit Xenoblade Chronicles, gleiche Plattform, gleiches Jahr erschienen, es sieht einfach mal viel besser aus. Und die Terra-Kristallisierung, es ist nett, aber ich mag das Design halt überhaupt nicht. Ja, also ich mag darüber will ich auch ehrlich gesagt nicht reden. Das finde ich einfach Panne. Es sieht nicht Panne aus, aber ich finde die Ideen natürlich gut, dass du da dein Pokémon halt das Element wechseln kannst. Ja, es gibt natürlich dann auch neuen Schwung, aber nee. Aber wie wenig Style muss man dabei haben? Ja. Also es ist schon, das ist schon fast beleidigend. Ich habe auch schon ein paar neue Pokémon gesehen, muss ich sagen. Einige Designs ziemlich cool, andere Designs dann auch wieder. Crap. Also zufälligerweise cool. Durch die Zone gefunden. Also habe ich jetzt auch kein B-Roll dazu gehabt oder das ist jetzt auch hier im Trailer von. Mein B-Roll ist fast so wie das, was wir hier gerade sehen. Mhm. Aber ein bisschen anders. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt und freue mich drauf, weil diese Open World, die spricht mich schon tatsächlich an. Halt mal ein bisschen erkunden und halt auch diese drei verschiedenen Storystränge, weil man sonst immer so sklavisch von einer Route zur anderen gerannt ist und du bist jetzt Route 1, aber natürlich musst du Route 2, du musst Route 3, sondern du gehst jetzt Open World, machst jetzt einfach was, worauf du Bock hast, guckst einfach mal, wie die Pokémon hier sind oder versuchst irgendwie mal andere Orte zu erreichen. Ich bin auch gespannt, ob man von vornherein schon direkt ganz in den Norden gehen kann, weil du startest im Süden. Das werde ich versuchen. Und ob du sofort in den Norden gehen kannst oder ob das dann hier irgendwie abgesperrt wird, weil ich hatte immer einen Mitarbeiter hinter mir gehabt, der gesagt hat, du darfst nur in diesem Bereich, hier stehen. Und ganz im Ernst, es ist mir auch schon passiert, wo ich dann gesagt habe, wir haben zu Multiplayer gespielt und ich habe gesehen, er ist da drüben und ich da so, ja, ich gehe mal auch da hin und so, du verlässt gerade dein Areal. Ich so, oh mein Gott, ich wollte es nicht. Ich dachte, das ist dort. Und kommt davon immer jemand mit der Special Edition bei dir ins Haus und macht das für dich? Scheiße, ey, Nintendo wollte einfach Wirt verhaften. Oh ja, und das ist halt dieses Picknicken, was man halt zu viert machen kann und ja. Okay, das ist halt nett. Kannst du deine Pokémon abduschen? Das war eine Dusche. Ich dachte, es ist gerade irgendwie so Sahne. Ja, du konntest das ja schon auf dem 3DS machen. Also abduschen? Nicht abduschen, aber du kannst sie ja streicheln und die füttern und so weiter. Also diese kleinen Features, die gab's ja schon. Du hast einfach mal ein Picknick. Anderswo wäre ein Pokémon das Essen beim Picknick. Ich habe auch schon gefragt, Ham, was ist das für ein Ham? Ja, genau. Was sind die guten Tiere, die wir essen dürfen? Ja, guckt euch das Sandwich an. Guckt euch das an. Das ist das traurigste PNG-Sandwich, was ich je gesehen habe. Die Tomaten aussehen. Ja, es ist ja nicht. Ist das dieses Struggle Witch? Struggle Witch. Ich will dieses Everything Witch von Adventure Time haben. Ja, komm, ist schlimm finde ich es jetzt nicht. Ich habe schon schlimmere Sandwiches gesehen im Videospielen. Ja, wahrscheinlich, weil die vor 10 Jahren erschienen sind. Oh Gott, ey, komm, Ilias, komm. Ich krieg Cooking Mama Vibes gerade hier. Great! Na gut, komm. Aber nee, abgesehen von. Ja, guck doch diese Animation. Ist auch nicht geil. Also abgesehen von solchen Sachen bin ich aber sehr gespannt drauf und freue mich tatsächlich auf diese neue Generation von Pokémon, weil es halt wirklich mal was ganz Neues ist. Ja. Und es ist einfach cool, wenn man bedenkt, wir haben dieses Jahr schon Arceus bekommen und dachten schon, okay, das ist so in die Richtung, in die sich bewegen soll. Und Pokémon Karmesin und Pupo geht einfach einen Schritt weiter und sagt, okay, jetzt kriegt ihr die ganze große Open World. Na gut. Spielen wir direkt Day One Multiplayer oder was? Ich weiß nicht, ob es was bringt. Das ist es ja. Das ist das Problem. Ihr müsst es machen. Ja, aber ganz im Ernst, Multiplayer, da fehlen mir halt noch diese Interaktivitäten. Also, was wollen wir da machen in der Pokémon-Welt gemeinsam? Vielleicht wollen die das noch kommunizieren. Ich hoffe doch eigentlich. Kommt am 18. November. 18. November.
Nur für die Nintendo Switch natürlich. Aufschlag, ne? Ja, jetzt ist alles richtig viel. Ich hätte ja jetzt Gregor noch mal ganz gerne gefragt, weil ich immer deine Perspektive zu Pokémon ganz spannend finde. Aber ich glaube, spannender finde ich jetzt aktuell deine Perspektive zu Resident Evil 4. Ja. Das Remake. Von einem Horrorspiel zum anderen, ne? Von einem Spiel von Erwachsenen für andere. Resident Evil 4 Remake kommt für die PlayStation, für die Xbox Series Plattform und für den PC. Wird. Hey. Gregor, du konntest es anspielen. Ich weiß nicht, wie lange, das sagst du uns gleich. Ich bin leider noch nicht so versiert, was Resident Evil 4 angeht. Wollte spielen, dann wurde das Remake angekündigt. Und jetzt kannst du mir sagen, soll ich lieber warten oder... Ach, du hast noch nie gespielt? Warte mal aufs Remake. Also, ja? Sehr ich Resident Evil 4 im Original mag, das ist eben jetzt eine Neuinterpretation im Stil von Resident Evil 2 und 3 Remake. Ich konnte es tatsächlich anspielen für so eine halbe Stunde plus. Der Anfang des Spiels ist neu interpretiert mit den Engines, wie man es mit den Remakes aus den vergangenen Jahren kennt. Erstaunlich, dass es so früh ist, weil es ist knapp noch ein halbes Jahr hin fast. Es kommt erst in der dritten Märzwoche, glaube ich, 24. Ja. oder so. Wurde im Zuge nochmal, also das, was ich gespielt habe, hatte ich ein paar Tage vorher gezockt, aber dann gab es ja auch noch diesen Resident Evil Showcase Stream, der jetzt nicht so besonders war, also außer das, was ich gespielt habe, für euch daraus natürlich so umso spannender, dass man da noch einen neuen Trailer gesehen hat, aber das Gameplay selber, es hat mir nicht so viel Neues gezeigt, als das, was ich selber dann vorher gespielt hatte. Ja, die Geschichte von Leon S. Kennedy, wie er in Spanien nach der Tochter des Präsidenten sucht, der Vereinigten Staaten, die dort entführt wurde, und er auf eine Gemeinde trifft, die vom Las Plagas-Virus dann übernommen wurde. Das ist ein bisschen anders als die klassischen Zombies. Es war ein sehr merkwürdiges Déjà-vu-Gefühl in der Form, weil ich habe das Original Resident Evil 4 bestimmt 6-7 Mal durchgezockt über die ganzen Jahre. Mal hier auf dem Sender, mal privat, auf verschiedenen Plattformen. Auch trotz der aktuelleren Unzulänglichkeiten. Also mit dem beim alten Spiel kannst du zum Beispiel nicht gleichzeitig zielen und gehen, sondern wirst dann angehalten. Mhm. Aber es hat für die Zeit, wo es rausgekommen ist, einfach visuell und spielerisch komplett neue Sachen definiert und nicht nur den Survival-Horror, sondern fast alle Third-Person-Action-Games danach auch inspiriert, wie sowas funktionieren kann. Das Déjà-vu-Gefühl eben, ich kenne so den groben Verlauf, du kommst an, gehst in deine Hütte und triffst auf einen der Bewohner, wirst von dem gejagt, springst aus dem Fenster, kommst in ein Dorf, wo auf einmal eine atemlose Jagd mit dem Kettensägenmann anfängt und du auf einmal wie so eine Art Monsterüberfall Leute hast, die dann hinterherlaufen. Die Elemente sind alle drin, aber die Topografie ist anders. Ich denke, es liegt auch zu einem Teil daran, also sowieso ist es Remake, genauso wie bei Resident Evil 2 und 3, dass man das eben dann für die neuen Sensibilitäten interpretiert hat. Allerdings, du hast ja schon 3D-Modelle und Vorlagen bei Resident Evil 4 und nicht wie bei 2 und 3 diese gerenderten Hintergründe. Deshalb wirkt es für mich irgendwie noch mal ein bisschen komischer. Ich bin doch schon durch dieses Haus gegangen in 3D, aber auf einmal ist jetzt eine Tür und ich kann in den zweiten Raum links rein und das Fenster geht nicht vorne, sondern hinten raus. Solche Gefühle waren das. Gespielt hat sich sehr gut, muss ich sagen. Also, wenn man Resident Evil 2 und 3 gewöhnt ist und gespielt als auch ausgesehen, hat Fun gemacht, war präzise. Du hast jetzt ein zerbrechbares Messer, wie bei Resi 2 und 3 Remake. Das war vorher, meine ich, nicht zerbrechen. Nee, das konntest du immer einsetzen. Genau, aber du musst es jetzt zum Beispiel nicht benutzen, um Kisten aufzumachen, sondern du kannst auftreten einfach. Aber du kannst es jetzt hier in limitierter Fassung benutzen, zum Beispiel, um nochmal bei einem Gegnerangriff den wegzustoßen oder abzuwehren, aber die zerbrechen nach einiger Zeit. Ich meine, bei Kollegen gelesen zu haben, das hatte ich jetzt nicht in meinem Weg. Oh, schön, schon bei Modern Warfare da angekommen. Das haben wir schon durch, das Thema. Ja. Dass du wohl auch wieder dann später upgraden kannst. Die haben ja noch mal einen richtigen Trailer dann bei diesem Event oder bei der bei dem Showcase gezeigt, wo man noch mal ein paar spätere Szenen, die ich nicht spielen konnte, gesehen hat, dass Lewis als Charakter, der eine wichtige Rolle spielt, da gezeigt wurde, dass man Ashley, die Tochter des Präsidenten, sehen kann. Und auch den What Are You Buying Stranger, der ist auch mit dabei, der jetzt noch einen britischeren Akzent hat als vorher. Ich dachte auch, der kommt aus England? Was ist denn hier los? Der wird wohl auch relevant sein. Ja, und ich bin sehr gespannt darauf. Es ist in der Linie, wenn einem Resi 2 und 3 Remake gefallen hat, wird man hier wohl auch das finden, was man hat. Was mir potenziell ein bisschen Sorgen machen würde, ist es, zwei Sachen dann. Einerseits Resident Evil 4 war doch ein sehr, sehr umfangreiches Spiel. Also das war so ein beim ersten Durchspielen bestimmt in Richtung 15 bis 20 Stunden oder so. Ach, echt? Es fühlte sich an wie vier bis fünf Spiele auf einmal, weil es so viele verschiedene Locations hatte. Bei der PS2 kam ja noch diese Ada-Quest, also diese Separate Ways, die vorher nicht drin gewesen sind, dass Ada eine eigene Kampagne hatte, die mit drin gewesen ist. Und ich kann mir vorstellen, einfach weil die Production Values auch so hoch sind. Übrigens, man kann jetzt das hat man jetzt, glaube ich, ist schon vorher gesehen, aber man kann durch den Stall laufen und dort die Kuh drin ist, mit Feuer anzünden, dass die losläuft und dann Peter wird sich freuen. Ja.
Aber hier. Die freuen sich immer. Regale kannst du nicht mehr verschieben, oder? Doch, kannst du. Doch, kannst du? Ja, ja. Okay, das der Kettensägenmann kann aber auch zum Beispiel Stützbalken wegsägen und dir Wege versperren. Also, es ist so für die Leute, die es von wegen damals aus kennen, es ist interaktiver, es gibt mehr Optionen, das ist alles so ein bisschen anders aufgebaut. Ja, meine Sorge, um das nochmal auszuführen, ist es eben, dass runtergedampft wird, weil das hast du bei 3 auch nochmal enorm gehabt, ne, im Sinne in diesem Production Values. Also, ich glaube nicht, dass es jetzt so ein 5-Stunden-Ding für Vollpreis wird, aber ich könnte mir vorstellen, rein interpretationsmäßig, dass sie viel Zeug nochmal zusammenraffen, anders zusammenbauen und dass du vielleicht bei einem 12 bis 14 Ding rauskommst. Das ist rein spekulativ. Jetzt. Ich habe aber, also gestern habe ich noch eine News gelesen, ich weiß nicht, wer es war, aber auf jeden Fall jemand von Capcom, vom Entwicklerstudio, dass sie dieselbe Spielzeit tatsächlich anpeilen. Okay, dann ist es wirklich. Das wird 1 zu 1. Okay, dann ist es. Aber 1 zu 1 heißt nicht, dass es dann auch genauso lange dauert. Also, das kann ja sein, also das, was ich gelesen habe von Interviews, wir wollen die Locations und die Leute alle drin haben, aber bedeutet das jetzt in 3 Stunden Abschnitt im Schloss oder gehst du da einmal kurz durch und wird eine Cutscene gezeigt, damit die Charaktere einmal gezeigt werden? Ich bin halt wirklich gespannt, wie sie das mit Ashley machen, weil das war ein. Schon eher nervig, weil, beziehungsweise sie hatte nicht so einen krassen Mehrwert. Du hast immer gesagt so, versteck dich in der Mülltonne, ich töte hier alle und dann kommst du aus der Mülltonne raus. Sie sollte nicht jetzt von alleine losgehen und schießen, du brauchst ja auch einen Weg für den Charakter, aber es sollte nicht zu sehr in Beschützermission ausgehen. Das andere, was ich noch reinschmeißen würde, dieser leicht parodistische so, ja, Action-Hero-Sprüche-Aspekt, der nochmal reingekommen ist. Da gab's ja alle Nase lang so ein bisschen eine lockerere Atmosphäre, dass your hand come off und so weiter, wo Leon immer mal so Sprüche geklopft hat. Hat, was tatsächlich. Bingo? Das ist drin. Das ist drin? Bingo ist drin, tatsächlich. Wobei, es war drin, aber ich hatte jetzt trotzdem das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen mehr ernst nimmt, das war. Mal gucken. Ne? Das war jetzt so der direkte Eindruck. Aber das würde für mich fehlen, wenn das gar nicht drin wäre, der parodistische Akzent oder die Richtung. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass er eine Kettensäge mit dem Messer abgewehrt hat? Ja. Ja. Deshalb passt er auch sehr gut. Ja, er soll vielleicht die Finger nicht nach vorne halten dann drauf. Und bei dem einmal, wo ich es in meiner Session gemacht habe, wurde ich dann aber auch schön, das Finale hat man im Trailer leider nicht gesehen, aber mein Kopf wurde da nicht abgesägt mit der Attacke, sondern ich habe so hier den halben Oberkörper bläh, so auseinander wie so ein Stück da drin. Das finde ich richtig eklig. Warum macht man das? Warum macht man nicht einfach einen Cut? Weil das geil ist. Nein, nein, das ist, nice. Das ist wirklich einfach nur geiler Shit. Also beim alten Teil ist nur dein Kopf abgefallen. Ja, das sollten sie, denke ich mal, auch dann wieder mit reintun. Aber das spiele ich nicht. Der Gore ist ja auch nochmal extremer. Habe ich noch extremer. Also mit den visuellen Möglichkeiten von heute kannst du mehr mit Gore anstellen natürlich. Resident Evil. Wir gemeinsam Callisto-Protokoll. Nee. Ja, kommt auch über für die PS4. Das haben die ja jetzt eigentlich. Genau. Nicht für die Xbox One, aber für die PS4. Das fand ich auch merkwürdig. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Ganz Series komisch. Und PC. Mhm. Wird Resident Evil 4 Remake erscheinen. Anfang nächsten Jahres, glaube ich. März. Ende März. Ist nicht so lange hin, bis das rauskommt. Horrorfans werden generell verwöhnt, habe ich das Gefühl, in letzter Zeit. Gab nicht nur Resident Evil 4 News oder generell Resident Evil News, sondern auch Silent Hill News. Und Silent Hill nicht irgendeins, sondern Silent Hill 2 Remake. Können wir noch drüber reden? Haben ja, wir Zeit? Ja, wir müssen drüber reden. Wir müssen leider. Es tut mir leid, wir müssen das durchziehen, weil das einfach ein wichtiges Thema ist. Mhm. Du hast dir das angeguckt. Mhm. Hast du irgendwelche Gefühle zu Silent Hill? Ich habe Silent Hill Shattered Memories gespielt. Aha. Der hat mir ziemlich gut gefallen, weil das war mein erster Einstieg zu Silent Hill. Und danach habe ich auch mal Silent Hill 2 auf der Xbox, ich nenne sie mal Xbox Classic gespielt, also der ersten Xbox. Und ich hatte da ein bisschen Probleme, weil das Spiel schon zu dem Zeitpunkt schon 15 Jahre alt war. Und ich fand es irgendwie nicht so, wie soll ich sagen? Es war anstrengend. Es war langsam. Du warst in einer großen Stadt, du hast verdammt. Also Silent Hill 2 jetzt? Ne? Silent Hill 2. Okay. Das Original Silent Hill 2, was 2002 erschienen ist. Mhm. Und ey, da waren so viele Türen und da ist irgendwie kaum was passiert und ich hab's dann irgendwann gelassen. War's gruselig? Nee. Okay, so weit würde ich nicht gehen. Ich hab ja wirklich nur die ersten paar Stunden gespielt. Ich fand's überhaupt nicht gruselig und dementsprechend freue ich mich sehr auf das Remake, weil das Remake ist genau für mich wie das, was jetzt Resident Evil 4 ist, weil Resident Evil 4 habe ich, glaube ich, nur so bis zum Schloss gespielt und dann irgendwie nicht weiter. Und denke so, okay, jetzt kriege ich Resident Evil 4 genau so, wie es heutzutage entwickelt wird.
in neuer Art und Weise, neuen Design. Und das ist jetzt auch mit Silent Hill 2 Remake, weshalb ich auch sehr Bock jetzt drauf habe. Es sieht halt auch echt gut aus. Also das, was man im Trailer sieht. Ich möchte verstehen, was die Leute... Hast du Silent Hill 2 gespielt? Ich habe die ganzen Spiele alle nicht selbst gespielt, sondern bei meinem Bruder immer zugeschaut, weil ich das viel zu gruselig fand als kleines Kind damals. Das heißt, ich habe bei meinem Bruder immer zugeschaut und dann ab und zu mein Kopfkissen über mich gestülpt. aber dementsprechend, also ich habe die Silent Hill-Reihe nie selber gespielt, aber halt hab alles mitgenommen. Also wirklich jeden Teil hat mein Bruder gespielt und ich habe dabei zugeschaut. Auch die Filme? Ich habe auch den Film gesehen. Ja. Es gibt zwei. Ah, ich habe den guten Film gesehen, den ersten. deswegen, ich freue mich richtig drauf. Und halt, ich kann das schon verstehen, weil ich war dann irgendwann so jetzt natürlich in meinem Alter so, okay, könnte man nachholen. Aber ich finde schon, die sind nicht so gut gealtert, wie jetzt irgendwie noch so klassisches, die klassischen Resident Evils. So 1 und 2, finde ich, kannst du gerade so noch spielen. Ich guck Gregor nicht an, aber ich spüre das Brot. Ich weiß. Ich höre schon wieder so im Kopf. So, weil ich God of War beleidigt habe. Nein. Also, dann will ich natürlich nicht sagen, das sind super Spiele und das glaube ich auch, aber ich finde einfach, dass sie den Zahn der Zeit nicht so gut überstanden haben, wie jetzt gewisse andere Spiele. Und deswegen, aber das ist ja auch so eine Debatte immer, auch bei Resident Evil 4, braucht es eigentlich ein Remake? Und deswegen freue ich mich so sehr auf Teil 2, weil ich finde, das braucht ein Remake. Ich gebe die Frage gerne weiter. Gregor, braucht Silent Hill 2 ein Remake? Ich weiß nicht, ob du braucht sagen kannst. Es kann ein Remake durchaus vertragen, aber es sollte dann auch das Original genug respektieren, finde ich. Vor allem, weil spielerisch kann ich ja nicht widersprechen. Also es ist ein Produkt seiner Zeit, aber die Stärken bei Silent Hill 2 sind die Emotionalität und das Storytelling. Es gibt kein besseres Survival-Horror-Game als Silent Hill 2 in dem Punkt. gerade durch das Janky, was du heutzutage so spürst, mit den eher holprigen Performances, die du hast, die das aber wesentlich nahbarer wirken lassen als viele glattgeleckte Voice-Acting-Sessions, die dann nochmal reingekommen sind. Das ist eine Sorge, die ich jetzt hier habe, weil es wirkt schon ein bisschen overacted bisher in den Szenen von dem Hauptcharakter und alles. Wir durften das ja nochmal im letzten Jahr im Let's Play hier nochmal komplett erleben und du siehst die Unzulänglichkeiten, was das Spielerische angeht. Bei dem kannst du sagen, viel fließt aber dann aber auch rein, die Faszination Silent Hill 2. Ja. Das ist eben kein Marine, der Leute auseinanderhaut, sondern das schlecht steuern gefühlt spielt in die Atmosphäre mit rein. Es hat den fucking besten Soundtrack aller Zeiten immer noch und da bin ich mit am meisten gespannt, weil Yamaoka zurück ist und seine Arbeit von vor 20 Jahren neu interpretiert. Ich mache mir dezent Sorgen wegen Bloober Team als Entwicklerstudio, weil die haben natürlich ihre Erfahrungen im Horror und gerade im Ego-Horror oder Atmo-Bereich. The Medium war das letzte, was sie gemacht haben. Ich fand Lea Sophia in Ordnung. Das war eben einer dieser Walking Simulators mit Spooky Spooky nochmal drumherum. The Observer war ganz cool. Das war dieses Sci-Fi, Rutger Hauer Cyberspace-Ding, was ich mit Schreck hier auch nochmal gespielt habe. Und so rein von der Atmosphäre können sie Sachen. The Medium, wenn das so das Bewerbungsgespräch hätte sein sollen für Silent Hill 2, es war so Silent Hill Light, ne? Also vom inhaltlichen Anspruch, wie sich das gespielt hat und der Levelaufbau, ja, von Leuten, die Silent Hill gut finden, aber vielleicht nicht ganz so gut können wie Silent Hill. Storytelling technisch mache ich mir mehr Sorgen, mehr Sorgen in Richtung, wenn Bloober Team die einzige Mütze dann auf hätten, weil The Medium war storytechnisch schon recht holprig gewesen, vor allem, weil es da auch ein paar so merkwürdige Ansichten in Richtung mentaler Krankheiten und so weiter gegeben hat. Also checkt mal gerne aus, da gibt es sehr viele Analysen, was The Medium angeht, wo es auch dann zu Recht entsprechend dann kritisiert wird. Da sie hier aber eine Vorlage haben, ne, und in technischer Hinsicht gemeinsam mit Konami machen, Ito ist dabei, der Charakterdesigner im ersten Teil, war zumindest jemand, der recht viel dann damit zu tun hat. Also die haben dann die Leute, die da nochmal drüber schauen und machen das dann nicht einzeln. Kann man vielleicht so sagen, wie so die Zusammenarbeit bei einem Nier Automata mit Yoko Taro und mit Platinum Games. Ja, wenn du einen kreativen Kopf hast und Platinum Games das Exekutive, funktioniert das gut. Aber wenn Platinum Games nur alleine machen, musst du mal gucken, ob wirklich was Geiles rauskommt oder nicht. Und hier wird es vielleicht dann auch so sein mit der Übersicht, mit der Vorlage. Deshalb, ich werde spielen, ich freue mich drauf, ich finde, es sieht gut aus. Ich hoffe, dass das Bloober Team über die eigenen Unzulänglichkeiten nicht stolpert und dass sie wachsen an dieser Herausforderung. Und man hat ja auch noch 70 andere Silent Hill-Titel gefühlt. Da kommen wir jetzt auch noch mal ganz kurz drauf zu sprechen. Nochmal, die Plattform für Silent Hill 2 ist konsolenexklusiv, wird nur für die PlayStation 5 erscheinen und für den PC. Moment, und die regen sich darüber auf, dass Microsoft sich Call of Duty geholt hat? Ich sag dazu nix. Ein Jahr exklusiv, ne? 12 Monate? Ja, es ist zeitexklusiv. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass die Xbox und höchstwahrscheinlich auch noch eine Switch-Cloud-Version kann ich wirklich vorstellen. Ja, oh, also zur Not spielst du auf dem PC so lange. Ja, ne? Ja.
Danach gab es eigentlich die noch größere für mich persönlich Ankündigung, und zwar Silent Hill F. Soll wohl mit Fotografie zu tun haben, das kleine F anscheinend? Irgendwas, was man an der Kamera einstellen kann? Das ist auf jeden kann? Fall die Blendeneinstellung. Also die, nicht Blendeneinstellung, sondern der Wert für die Blende. Finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Ich finde aber, was den Style Setting, angeht, ne? Unfassbar, das geil. Fand ich so krass. Ja. Das wird jetzt hier nicht ersichtlich. Es wird erst im zweiten Teil oder im zweiten Part dieses Trailers so wirklich zu sehen. Man sieht hier so das Motiv, diese Schimmelsporen, was auch immer, die sich halt auch zu so einer roten Masse irgendwie vereinigen und so ein unheimlich interessantes, schönes und gleichzeitig auch so makabres Bild zeichnen. Habe ich so bisher nicht gesehen. Finde ich unheimlich interessant. Ich bin halt kein horror-affiner Mensch. Also, du hast noch nie was von Project Zero gehört? Habe ich nie gespielt, keine Ahnung. Oder Fatal Frame, wie es alles so bekannt gewesen ist. Es sieht sehr cool aus. Auch, ich bin gespannt, der Autor dahinter ist ja der unter anderem die Visual Novel Higurashi geschrieben hat. Von der habe ich nicht alles erlebt, aber die hat schon ein recht hohes Ansehen in Fankreisen, was so Horror-Visual-Novels angeht. Rein stilistisch, ich weiß nicht, also für mich persönlich weiß ich nicht, ob so dieser Japano-Horror so ganz zu Silent Hill passt, weil für mich das eher der amerikanische Kleinstadt-Horror ist. Das erinnert mich ultra stark an sowas wie Project Zero, vor allem wenn jetzt auch nochmal diese Kamerageschichten damit reinkommen sollten, weil da geht es auch darum, Geister zu fotografieren. Ich dachte im ersten Moment, vielleicht ist auch so ein bisschen Junji Ito drin, also ein sehr bekannter Horror-Mangaka, der auch bei Silent Hills mal mitwirken sollte. Also das sieht so toll aus. Und ja, coole Szene jetzt hier, ne? Weißt du, guck lieber weg, Elias. Nee, das hab ich schon gesehen. Was genau das für Spiel bedeutet, wir wissen nichts. Mucke jetzt, die jetzt gleich kommt. Okay, jetzt natürlich komplett fehlendes Timing. Na. Ja, ist schon geil. Schön, mit der Laute. Die Silent Hill-Ecke. Finde ich geil. Ich habe kein Silent Hill gespielt, aber das pullt mich. Da habe ich Bock drauf. Finde ich interessant. Bin ein bisschen kälter als du, muss ich sagen, weil ich so viel aus der Ecke schon gesehen und gespielt habe. Ich sehe das ähnlich wie du, Gregor. So, ich habe schon Bock drauf, bin aber auch eher so Team Silent Hill, muss eher westlich angesiedelt sein, Kleinstadt-Vibe. Aber ich bin trotzdem offen dafür. Also ich bin richtig gespannt. Ja. Also erstes Gameplay droppt. Ja, also es wurde ja sehr verteilt. Es gab noch diese anderen Projekte wie wohl so eine Narrative Experience, Ascension war das, ne? Ascension, wir können ganz kurz mal in Silent Hill Townfall, genau. Das waren die Stories Untold, Leute. Da muss ich mich auch mal informieren, was das war. Ja, Studio No Code heißen die. Kommen aus Schottland, haben Observation gemacht, Stories Untold. Und da hat man noch nicht super viel gesehen, außer eine Art Walkie-Talkie oder Walkie-Talkie mit Bildschirm, dass man da irgendwie mit Screens zusammenarbeitet, mit viel Voice-Over. Diese Stories Untold, nicht die Stories Untold, die No-Code-Leute sind ja eh generell sehr, sehr experimentell, was so ihre Spiele angeht. Finde ich persönlich aber ziemlich interessant, weil ich kannte beide Spiele vorher zwar vom Namen, aber hab sie nicht gespielt. Jetzt habe ich mich im Vorfeld dieser Sendung ein bisschen mit den Spielen beschäftigt, mir ein paar Sachen angesehen. Und das ist halt echt ein bisschen mein Style. Ich bin halt kein Horror-Fan oder ich kann das nicht so gut ab. Aber das ist so eine schöne Grenze, die sie ziehen, mit stellenweise Überwachungskameras und so weiter, dass du nicht so hautnah den Horror mitbekommst, aber trotzdem die Atmosphäre erlebst. Mhm. Und das finde ich persönlich hier ziemlich spannend. Da will ich reingucken. Wird das FMV sein oder so? Also bitte, die Flashes können natürlich sehr gute Ingame-Modelle sein, aber es sieht so ein bisschen nach FMV aus, ne? Weiß man leider nicht. Ich weiß nur, dass unter anderem Annapurna da mit drin steckt. Als Co-Publisher. Wenn Konami da auch mit drin ist, I don't know. Ich würde euch nicht zu krass hypen, ne? Es sind aber auch nur Gerüchte und alles. Aber die neuesten Gerüchte besagen, dass Silent Hill Townfall in der Welt von PT angesiedelt ist. Suche nach Kojimas Karriere oder so. Nein, Norman Reedus wird doch noch ausgekommen. Ja, macht die Tür auf mit seinem Baby. Did you miss me? Ja. Also weiß ich nicht. Also vielleicht kommt ja noch ein Norman Reedus oder so. Aber ey, also wie gesagt, gestern war es eine Gerüchteküche, nichts bestätigt oder so, also nicht für bare Münze nehmen. With a grain of salt, sagt man so schön. Es gibt noch ein Spiel, das angekündigt wurde, Silent Hill Ascension, kommt 2023 raus, hab absolut keinen Plan. Hab versucht, das irgendwie zu checken, verstehe ich.
ich immer. Das ist auch nicht. Es war so eine wirre Ansammlung an Schlagwörtern, die da gekommen sind. Anscheinend viele Entwickler, die schon mal so Multiplayer-Sachen gemacht haben. Sagen, ja. Für mich hat sich am Ende sowas angehört wie The Quarry oder so, ne? Dass Leute gemeinsam Entscheidungen treffen und du dann irgend so einen Plot weitertreiben kannst, der sich live aber auch verändert. Whatever. So wie ich das verstanden habe, ist das so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Also es wird wohl quasi wie so ein großes Event. Once-in-a-Lifetime. Nein, also im Sinne von das. So wie ich das verstanden habe, ist es quasi wie, als ob wir alle zusammen bei Netflix irgendwann einschalten und dann zusammen halt Entscheidungen bestimmen. Und das soll auch, so wie ich das verstanden habe, nur einmal stattfinden. Und war es nicht so, dass die noch unsere Handys abgreifen? Nicht abgreifen, sondern die schreiben uns sogar SMS dann auf unser Handy? Ich dachte, es gibt ja schon Spiele, glaube ich, die das machen. Ich habe es eher so verstanden, dass man, also für meine Interpretation wäre, dass es gewisse Uhrzeiten gibt. Kommen wir zusammen 20 Uhr am Freitag oder 22 Uhr, wie früher es auf Premiere mit Kinofilmen gegeben hat. Ne? Du kannst zu jeder vollen Stunde einschalten und kannst von vorne wieder anfangen. Und dann kannst du mit deiner Gruppe durch diesen Escape Room oder so durch. Oder wir geben das ins Handy rein, was unsere Entscheidungen sind. Dann geht der Plot weiter. Da gab es ja auch dieses PS4-Spiel. Hidden Agenda, meine ich, wo du Handy connected hast und dann entsprechend die Story so weitertreiben könntest. Sowas würde ich eher sehen. Aber ich glaube nicht, dass das nur ein einziges Mal stattfindet bei dem Aufwand. Und Bad Robot ist dabei? Genau, das ist das Studio von J.J. Abrams, wenn ich nicht irre. Mit einer Textzeile von J.J. Abrams. Ja, das ist sehr viel Lensflair. Ich habe halt das Erste, was ich gedacht habe, ist, dass das so eine Art Bandersnatch. Genau, das habe ich, als ich das recherchiert, ich habe das online gemacht, hat das jemand im Chat geschrieben, weiß ich nicht mehr wer. Aber das fand ich noch am naheliegendsten tatsächlich, dass das halt so eine FMV-Netflix-Serie wird, sowas in der Art, und dass du halt an bestimmten Punkten Entscheidungsmöglichkeiten hast mit den Leuten, die das zusammen gucken. I don't know, kommt 2023 raus, Plattform weiß ich nicht, und wie das konkret aussieht, werden wir wahrscheinlich auch früher oder später herausfinden. Und ein neuer Film kommt auch. Ach ja. Vom selben Regisseur, der den ersten gemacht hat. Ja, Christoph Gans. Return to Silent Hill. Christoph Gans? Nein, das hat Pack der Wölfe gemacht und da. Mann! Auf deine Gags gehe ich nicht ein, wenn es. Mann, ey, weil die nicht aus deinem Mund kommt. Zweiter Film war scheiße, Revelation, der erste war sehr gut, meines Erachtens, und ich bin sehr gespannt auch, weil die Silent Hill 2 Story jetzt verfilmen. Alles klar. Das soll's zu Silent Hill tatsächlich gewesen sein. Aber effort. Was ist so euer Gefühl? Seid ihr optimistisch, dass Silent Hill back ist? Ich find's cool. Ich find's nur tatsächlich komisch, dass sie sich so lange Zeit gelassen haben, weil seit Jahren schreien die Leute nach einem neuen Silent Hill, um dann aber auf einmal so einen krassen Rundumschlag zu machen, wo ich denke so, wieso habt ihr das nicht schon vor 2 Jahren irgendwie die ersten Sachen angekündigt? Also ein bisschen verteilen wäre nett gewesen, als jetzt dieses Hingeklatschte so gefühlt. Na, also nur klar, den einen Hype-Moment kriegst du nochmal einmal, wenn du nach langer Pause wieder was hast, was zurückkommt. Aber Leute hätten sich über ein Silent Hill 2 Remake gefreut, wenn es das einzige wäre, was angekündigt ist und die anderen Sachen vorher vielleicht mal gekommen wären. Eben, Für mich fühlt sich das so an, als ob das so ein ganz klarer Strategiewechsel ist, dass sie nicht von Anfang an damit geplant haben, sondern irgendwann gemeint haben, okay, wir haben das Gefühl, der Konsolenbereich ist wieder lukrativ oder der AAA-Gaming-Bereich, und deswegen buttern wir da rein. Und jetzt sehen wir hier so die ersten Anzeigen, ich weiß es, was dann geht. Pandemie, Pachinkos waren alle zu. Da kommt Pachinko-Money rein. Du hast absolut recht. Ja, deren fehlt das Pachinko-Money. Aber wo ist Silent Hill Pachinko? Ist bestimmt. Wirt hat das Rätsel gelöst. Damn. Detektiv Wirt ist am Start. CEO of Konami. Muss man diese Zahlen einfügen. So, das soll es aber von der Nummer gewesen sein. Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Wir haben ziemlich viel hier abgearbeitet. Ja. Berti, vielen Dank, dass du am Start warst. Danke, Wirt, Gregor sowieso. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Schreibt gerne in die Kommentare unten. Ist Silent Hill back? Ja oder nein? Habt ihr Sorge, dass Silent Hill 2 verkackt wird? Ja oder nein? Ich möchte es wissen unten in die Kommentare. Ein bisschen hochhavern, da ist ein Daumen nach oben. Klickt den gerne drauf. Das hilft uns. Wir sind das nächste Mal wieder mit am Start. Und dann werden wir wahrscheinlich über God of War reden? Weiß ich noch nicht. Ich werde mal schauen. Bayonetta. Bayonetta vielleicht, ja. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Und ciao. Tschüss.